So, wir sind jetzt auch gleich schon im Champion Select. Ich hoffe, das kann man sehen. Ja, sollte man. Zumindest ich sehe es hier bei mir. Guten Tag. Falls sich irgendein Mod frei genug fühlt, könnt ihr bitte den Titel ändern. Ich habe gerade ein bisschen andere Dinge zu tun hier. Mit meinem kleinen Setup. Vielen Dank. Schön, dass bei mir einfach der Twitch-Stream der schon nicht reagiert. Was mit dem Twitch-Stream? Mein Twitch-Stream hat sich aufgehängt bei mir. Geil. Perfekt. Ich habe angefangen zu reden und direkt so alle Leitungen durchgebrannt. Wir haben hier schon einen Rengar und einen Ariban. Interessant. Ich glaube, Rengarban haben wir noch nicht gesehen. Genauso wie einen Ezreal-Ban haben wir im ganzen Turnier, glaube ich, noch nicht gesehen. Warum Gut, das verständlich. plötzlich kommt. Rengar, wenn du ihn gerade kannst, ist ja super Ja. strong. I mean, Yomu ist so ein Ding, das existiert und das ist schon schlimm genug, dass es existiert. Ja, Kha'Zix-Styles Ja, Prinzip. Kha'Zix-Ban ist klar. I mean, vor allem der Herr Jungler von den Informatikern ist ein kleiner Käfer-Abuser. So, jetzt wird hier die Jinx first picked, ja, tatsächlich. Ja, macht Sinn. Ist oft so. Haben wir, glaube ich, oft genug gesehen. Jinx first pick. Der Allrounder, easy, offensiv, defensiv. Kannst halt mit einer Jinx Jhin First auch Picks sehr nichts broken falsch derzeit. machen. Mit Jhin, Stormraiser! ja, das Item Ein hat gegen Item alle. plus 140, 150 Damage am Item Ja. alleine. Das Item hat alle Rahmen dieses Spiels gesprengt. Also das baut man auf jeden zweiten Charakter, der so Items baut in dieser Art. Also, der Spike auf Jhin mit Stormraiser ist schon enorm. Also vierter Schuss, 500 Schaden aufwärts, nur mit einem Item. Das tut im Ja. Early echt weh. Syndra, vielleicht, man weiß es nicht, ist noch nicht eingeloggt. Ja, haben wir auch schon oft genug gesehen, glaube ich, ne? Also die Picks wiederholen sich teilweise. Macht auch Sinn, weil einfach starke Picks gerne gepickt werden. Wer hätte es gedacht? Milio, den haben wir oft genug gesehen. Zu oft. Ich mag den Champion nicht. Er nervt mich ein bisschen. Aber an sich ein guter Champion eigentlich. Cooler Champion. Aber ich persönlich mag ihn nicht so. Hat auch gutes Synergy mit Jinx, sieht man auf die Combo. Ziemlich strong. Er hat auch die Möglichkeit, offensiv, defensiv. Hier Vex. Finde ich auch interessant. Haben wir maybe schon mal gesehen. Ich weiß es nicht. Ich kann Ich mich bin nicht mir genau erinnern. unsicher. Ich bin mir unsicher. Ich kann mich irgendwie so ein bisschen dran erinnern, dass wir die schon einmal gesehen haben. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube. Wir haben sogar Vex gepickt in einem Game. Ja, stimmt. Stimmt, wir haben Vex gepickt. Ornn auch Common Pick. Ich glaube, 75% meiner True Cup Games waren mit Ornn. Horn ist Und halt auch ein verdammt starker Top-Laner. der Rest mit Sion. Und ja. Horn ist halt einfach immer ein safer Top-Lane-Pick. Du bist tanky, du hast Damage im Early und wenn das Game lange ins Late geht, hast du mit Horn eigentlich immer eine Winning Chance, weil seine Items Ja. einfach strong as hell sind. Er upgradet Items. Er hat unglaublich nice CC. Er reduced Tenacity, was ziemlich unique ist, ne? Und er macht auch noch Max Health Damage. Also das ist crazy, der Champion. Hier in Hecarim-Ban, den habe ich, glaube ich, auch öfters gesehen, dass der Jungler von den Informatikern den gespielt hat. Fiora-Ban macht auch Sinn. Jax wird hier noch gebannt. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob irgendjemand von den Claws so ein Jax, so ein kleiner Jax OTP ist oder so. Aber ja. Irgendwie sehe ich so im Client so, dass es so ein bisschen ruckelt, so diese Animation. Ich weiß nicht genau warum, es ist einfach so. Jarvan-Ban dominiert ja auch League of Legends seit etwas längerem im Jungle.
Wurde zwischendrin genervt, aber er wird immer noch gespielt, einfach weil er immer noch strong ist. Es hat immer noch einen sehr guten Engage und Kindred. Catch. Kindred wurde hier gepickt. Ja, sehe ich hier, bis jetzt zumindest sehe ich Kindred hier auf jeden Fall. Warum macht gut Sinn, ist ein cooler Champion. Macht auf jeden Fall Spaß zu So, spielen. perfekt. Ich sehe den Twitch-Chat wieder. Nice. Camille, ja, ist ein typischer Ornn-Counterpick. Weil die einfach True Damage macht und True Damage ist nice gegen alles True eigentlich. Damage mobil. True Damage mobil. Ja. Pyke haben wir noch nicht gesehen, glaube ich, ne? Ist derzeit auch ein ziemlicher weirder Pick, muss ich sagen, aber es wird, glaube ich, hier doch kein Pyke, es wird die Karma. Ja, die Draft sieht interessant aus. Sieht interessant aus. Ich muss aber sagen, dass auf jeden Fall die Claws eine sehr schöne Teamcomp haben. Sehr aggressiv, sehr nach vorne gespielt. Ja. Sehr straightforward und nicer Engage, ne, mit Vex und Maokai Ultis. Camillas Follow-up. Ja. Jinx mit Melee, um die Range zu überbrücken. Natürlich hat Intu natürlich auch mit Ornn einen guten Engage, aber Ja, es fehlt einfach so ein bisschen das Follow-up auf ihrer Seite. das ist true allerdings. Kindred wird hier auch ein bisschen rumgeschubst, auf jeden Fall, muss ich doch jetzt sagen. In dem Game hier. Auch Vex sehr, sehr effektiv gegen Kindred. Weil bei jeder Q triggert es ja die Vex-Passive und dann bekommt die einen Stack auf sich drauf. Richtig. Intu ist natürlich auch verhältnismäßig squishy. Also wenn die Vex einen von denen zu fassen kriegt mit der Ulti, kann der schon aus dem Fight entfernt werden. Ja. Genauso mit Camille. Ist die Frage, sehen wir ein Replay, dass wieder einer nicht spielen darf gegen Claw? Das war ja letztes Mal gegen Xenon. Da durfte der Kog'Maw ja nicht teilnehmen am Spiel. Der wurde einfach Ja, das stimmt, der durfte eliminiert, nicht. bevor Kog'Maw überhaupt Er irgendwas durfte machen nicht durfte. teilnehmen am Spiel, das ist richtig. Wir haben jetzt noch so kleine Delays, kann man auch oben sehr schön erkennen, das finde ich nice. Spectator Delay, das Bekannte. Ich muss ja sagen, dass ich es unglaublich nervig finde, gegen Syndra zu spielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Syndra den ein oder anderen Pick landen kann. Aber wenn die einfach durchcc't wird, dann ist es nicht so Wollte ich gerade sagen, problematisch. Syndra, wenn sie den CC abhält, ist Syndra nicht unbedingt in einer guten Position. Ja. Du musst bei Syndra, um sie auf der Lane aber auch wirklich spielen zu können, gegen Wenn der jemanden, der Maokai Erfahrung hat gegen einmal. Syndra. Ja, wenn der Maokai einmal ein Entry auf die findet, ist sie basically dead halt, ne? Du musst bei uns bei Syndra halt immer die Rotation richtig durchziehen. Wenn du den Stun mit der E nicht durchkriegst, springt dich die Dann Vex bist du eigentlich um. auch für 15 Sekunden einfach useless, relativ. So, ne? Wenn du die E nicht richtig eingesetzt bekommst, bist du die nächsten 15 Sekunden nicht so useful. Die hat, glaube ich, so einen fetten Cooldown, ne? Das muss ich jetzt, das Fact checke ich jetzt kurz. Ich Actually. kann es dir ehrlich nicht 100% sagen. Okay, das wird jetzt kurz gefact-checkt. E. II. Cooldown 17 Sekunden geht auch nicht mit Level Up runter. Also ja. Mit bisschen Ability heißt es dann ein bisschen weniger. Aber ja, wir bewegen uns so im Bereich von 15 Sekunden. Also hatte ich nicht so ganz unrecht. So. Weitere 21 Sekunden werden wir jetzt warten müssen, bis wir ins Game reinladen. Ja, die Verzögerung dauert leider ein bisschen, aber Aber sonst könnte man Spectator Backseat Delay, Game. ja, Spectator Delay macht halt auch Sinn,
Weil sonst könnte irgendjemand einfach in den Stream reinkommen und das wäre halt nicht so nice, ne? Wenn die dann permanent Vision auf das Enemy-Team hätten. Irgendwie kleiner unfairer Vorteil. Das Wichtigste ist, glaube ich, in dem Fall eher der Jungler, die Vision auf den Jungler. Dass man einfach Ja, konstant weiß, wo das treibt wäre der so sich big. rum, wo ist Ich meine, die das ist so Gefahr. big, wenn du einfach in den Stream reinkommen kannst und dann so Vision auf den Jungler permanent mit paar Sekunden. Du musst nicht roam, du musst keine Gefahr eingehen, um zu warnen. Du weißt einfach immer, Ah, wo das er finde ich doch ist. schön, dass hier so. Das ist natürlich einen guten Kindred Skin gepickt. Das finde ich nice. Also Ah ja. Skin-Matchup gewinnt ja auf jeden Fall Into. Ich meine, Jhin fällt raus, der hat kein Skin, aber Ja, schade. Skin-Matchup auf jeden Fall auf Intos Seite. Ja, wir judgen jetzt das Game by Skins. Easy. So, in-game, Aber let's IG go. Camille ist auch ein cooler Skin, muss ich sagen. In-game. Das sieht man jetzt auch schon, ja. Tatsächlich. Wenn ich das hier kurz hinbekomme, dass man hier weiter rausscrollen kann, bitte, Game. Ups, das wollte ich Ja, nicht. die ersten Minuten sind immer die schwierigsten. Ich erinnere noch an unser Game. Unsere Toplane wurde Ja. leider nicht gezeigt, obwohl es so schön war. Oh, wir Ah, sehen die erste jetzt. Ich Interaktion. hab's. Ich hab's gedingens bekommen. Okay, die erste Interaktion, sehr greedy von der Karma nochmal wegzusteppen. Der Damage Trade war eigentlich auf der Seite der Karma. Sie hat vier Leute mit ihrer Q-Ulti erwischt, während sie halt selber nur einen Hit kassiert hat. Der Backstep war vielleicht ein bisschen zu gut gemeint. Ich wurde hier leider ein wenig geintet. Man scheint anscheinend doch nicht Dingens hier sehen zu können. Das Gold, das muss ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Es hat ja auch noch keiner Gold. Naja. Ich soll mir das Gold sehen. Aber ich. Bla bla bla. Wir sind aber ein bisschen asynchron zwischen Twitch-Stream und was ich gerade sehe in-game. Ja, das scheint vielleicht ein bisschen am Stream-Delay zu liegen. Wir hoffen das mal, sonst ist das Kommentar ein bisschen seltsam. Leider ist hier gerade, warum auch immer, der Client im Weg, den schließe ich jetzt kurz, warum auch immer der gezeigt wird. Ich habe eigentlich. So. Der Client ist erneut verschwunden. Ja, im Early Game kann man jetzt noch nicht so viel zum Game sagen. Wir haben halt Toplane wieder gesehen. Orn, Early Level, Ja. ist er sehr stark. Er trifft die B, gibt den prozentualen Damage. Dadurch ist er dominant. Einfach dieser Step, sein passiver Brocken, jetzt nicht geschafft. Kommt direkt der Gegentrade von Camille. Oh, hier mit Ein dem kleinen Early Bot Flashplay. Gank. Oh, der Dingens, der Sapling hat noch connected, aber die Saplings wurden ein bisschen genervt und deswegen ist der Aphelios hier auch nicht gestorben. Aphelios sage ich schon, Jhin, nicht Aphelios. Es gibt aber Ich habe zu Cloud viel Botlane. Aphelios Es gibt der Cloud Botlane, aber einen guten Lead, weil wir haben einen AEC Flash, der jetzt back muss. Ja, Oder sogar das. stayed. Er stayed. Ja, Natürlich ist ein sehr riskant. bisschen risky, wenn jetzt hier nochmal eine kleine Entry auf den Jhin kommt, dann ist er ziemlich gefährdet. Auf jeden Fall. Richtig. Die Vex-Q hat leider nicht getroffen, das wäre schön gewesen. Laut Botlane hat auf jeden Fall aber gerade durch diesen Early Trade von Jungle Flash für den ADC Camille Flash. wird ein bisschen eingepusht, ich verstehe nicht ganz. Warum das Game der Camille gerade einen Physical Damage Shield gegeben hat, aber ja, muss man akzeptieren. Und hier kommt der Flash von raus. Kommt immer drauf an, wie Ornn zu halten. Ornn macht nur prozentual Magic Damage auf seiner W, sonst macht er Auto-Attack Ja. Damage. Ja, schon klar, aber auf jeden Fall. Ich denke, dass im Short Term bei den Trades der Magic Damage auf jeden Fall wirkt. Midlane. Oh, Zwei hier. gegen zwei, beide Jungler am Der Start. Flash, um die W zu connecten und das First Blood geht Fünfter. gerade noch so.
an den Maokais, wäre knapp an Kindred gegangen, aber Ist das ist natürlich jetzt auch immer nur noch für die knapp. auf der Midlane selber gut für die Sindra ausging. Sie hat den Bonus, der Kill von Claw ging an den Jungler. Das stimmt allerdings. Direktes Matchup. Gold gewonnen. Ja. Natürlich das Geld auf dem Jungler auch Bisschen nicht Gold, schlecht. Der ja. bringt es überall unter. Botlane starke Trades, natürlich Chin, alle vier Jhin, Schüsse der raus, Jhin kann stirbt jetzt nichts tun. natürlich. Der hat halt kein Flash mehr. Der stirbt einfach. Ein Flash mehr, alle vier Schüsse raus und sobald Chin einfach Die seinen vierten Schuss Karma raus hätte hat, es ist auch Chin fast erstmal. nicht überlebt, aber sie lebt noch. Hier Oh, sehen wir aber die. direkt, die Kindred rennt nach Toplane Ja. weiter, Die richtig Camille ist ja Kamille. ziemlich tot. Ja, okay, die wird jetzt einfach Ja, mit dem da dritten kommt Schuss Geld. abgefarmt. Mit dem E-Proc. Ich glaube, das wäre auch so einfach ein Kill geworden, aber die E ist natürlich nice für das bisschen extra Slow und den Missing Health Damage. Richtig. Wir sehen nämlich auch Karma, wo dafür sorgt, dass Claw nicht zum geplanten Reset Der kommt. glaube ich im Early Game. Mach mich nicht schwach, bei 12% liegt. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Oh ja, der wird hier Hier einfach sehen wir leider den absoluten abgefrühstückt. Overstay von Ornn. Ja, und der wird dann einfach abgefrühstückt von der Camille. Er ist natürlich low. Camille macht natürlich auch jetzt schon Damage. Natürlich, Die tut weh im Kai hat Nacken. natürlich auch effektiv keine höhere Chance von Camille wegzukommen. Camille ist einfach schneller. Movement Speed auf der Q, DE. Ja. Ahead. Den Slow auf der W. Auch noch. Den Kann man noch Farmvorteil, wo er es umlaufen. natürlich auf Toplane hatte, gleicht sich jetzt auch wieder aus, weil er hat kein TP. Camille kann jetzt einfach die Wave bei ihrem Turm freezen, entspannt Ja. runterfarmen, ausgleichen. Kein TP und keinen Flash. Ob der Jhin hat immer noch keinen Flash. Wird ein bisschen Vision geklärt. Ist ja auch noch keine 5 Minuten her. Ja. Flash hat natürlich einen Ja, großen hier sehen Cooldown. wir, Camille tradet ab sofort gegen, sie hat ihr Schienen. Ja. Wird hier ein bisschen gepressured, auch durch die Ulti. Oh! Schöner Dodge. Nice gemacht. Der Ornn hat aber einfach sehr viel Damage. Interessant. Und immer noch im prozentualen Magic im Dash, Overwiegen. ja. Hat Natürlich von jetzt. Camille mit Schienen. Guter Ausgleich, es fehlt aber immer einfach noch So diese der Ausbau. 13, Wir sehen 14% aber macht schon wieder natürlich dann Kindred auf schon der weh. Toplane. Kindred sehr aggressiv unterwegs. Sie Macht ja auch wollen die Sinn. Camille. Wurde es gesehen? Maokai moved auch schon hinterher. Okay, sie brechen ab. Ja. Maokai wurde wahrscheinlich auch gesehen. Sie haben ein gutes Control Ward Deep bei den Claws im Jungle auf der Topside. Ja, das sehe ich, das sehe ich, das ist sehr nice. Der Ward ist sehr, Jetzt sehr wird nice. Toplane rausgepusht. Mal gucken, was oben passiert. Wir bekommen jetzt Maokai will leider keine hoch. Vision auf die Toplane, aber ja, wir können auf der Karte das so ein bisschen beobachten. Also Ja, es musste da löst sich jetzt. musste mal hochspulen. Ja, die Situation löst sich jetzt auch ein bisschen auf, also es ist eh nichts passiert. So. Unten die Trades natürlich. Chin Karma aggressiver wie Jinx Ja. Milio. Karma tradet einfach den Damage Was rein. CS angeht, hat natürlich Jinx ein bisschen mehr, die war auch ein bisschen länger da, ne? Chin wurde natürlich schon von der Lane vertrieben, aber dafür, dass Chin tot war und im Early Ist alles Heal noch droppen fein. musste, Auch von gerade den mal XP her anderthalb alles noch Waves fein. behind, ist Ja. eigentlich nichts. Und halt Die Waves haben natürlich machen. auch Tower-Vorteil, wenn man den Damage im Tower anguckt. Ein Hit auf Ja. den Turm. Und dann ist das Geld eigentlich wieder ausgeglichen. Ja, die 175 Gold, die man mittlerweile bekommt. Jetzt Vorher hat natürlich man auch ja wieder 160 Ulf-Vorteil. bekommen, wenn ich nicht am mistaken bin, ne? Boah, 160 Wechselt Ult geht Mist hier. daneben. Aber die Maokai Maokai Flash Ult mit Ulti. Connecten durch den Flash hat er das noch Sollte ein gesaved. Kill sein, ja. Ja. Der Flash hat es noch gesaved, dadurch hat er sein CC rausbekommen, dass die Maokai Ult auch noch connecten kann. Wir finden natürlich in dieser Situation auch kein Flash, keine Chance zu entkommen. Die einzige Möglichkeit gesehen, für hoffentlich die Wex noch mit sich Hat sich der reißen. Drake jetzt geholt, ja. Es wäre interessant gewesen, hätte dieser kleine Sapling, also Drake Steel, das wäre funny gewesen. Ja, schon schön gewesen, ja. Es war knapp, er hätte fast connected, aber. Schade. Er hat ja ein bisschen
bisschen Downtime, nachdem er gelandet ist, ne? Der kann ja nicht instant loslaufen. Wir haben natürlich sehr viel Vision um die Botlane. Wir haben sogar ein Doppelward. Wird. Sie bekommt immer noch einen Physical Damage Shield. Das finde ich relativ interessant. Ich glaube, mittlerweile überwiegt der Magic Damage von Ornn so ein bisschen. Vor allem mit der Ulti. Die connectet jetzt hier auch. Die Ulti von Camille ist schon raus. Sie kann es nicht dodgen. Ich bin mir nicht sicher bei Camille. Dafür habe ich leider doch zu wenig Erfahrung mit Camille. Aber Camilles Schild wird doch am Basisschaden des Champions gewertet. Ich weiß es nicht genau. Natürlich auf jeden Fall. AD wäre. Maokai Ulti, schöne Stuns. Kindred Ulti natürlich blockt. Jetzt wird's interessant, hier an beiden Seiten low. Ich weiß nicht genau, wie das brechen wird, aber ich denke mal. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, die Botlane wird hier ordentlich gepredet. Alle kein Mana auf Claws Seite, um nochmal zu drehen. Chin hat auch keine Ulti mehr, um weiter zu beenden. Ja, der Sapling hat da auch schön connected noch, aber es hilft nicht. Die haben natürlich Maokai und Jungle, Mana-Regeneration. Es wird immer noch um die Botlane gespielt. Man guckt doch, ob irgendwas passiert, eine Seite zu weit raussteppt. Ja, die Kindred, die chillt da ein bisschen ihre Base. Wartet auf den Play. Beide Jungle noch da, falls doch noch irgendwas passiert. Ja, die haben auf jeden Fall richtig Bock auf die Botlane. Wird doch abgebrochen. Midlane ist eher so ein bisschen das Farmgame. Action mal deutlich mehr auf der Botlane. Ja, das stimmt. Auf der Botlane geht's ordentlich ab. Auf der Toplane wird ein paar Mal gefightet und auf der Midlane werden basically einfach nur Skillshots in die Wave reingemacht. Da ist jemand disconnected und direkt wieder. Aber direkt wieder connected. Vielleicht war das auch dieser Anzeige-Bug, der da derzeit so ein bisschen am kursieren ist in League of Legends. Es gibt ja diesen Anzeige-Bug, dass du disconnectest, als disconnected angezeigt wirst und dann direkt wieder reconnectest, obwohl nichts passiert ist. Den gibt es tatsächlich. Natürlich. Wir sehen noch natürlich Toplane. Camille gewinnt langsam, aber sicher doch die Überhand. Ja, als die Waves einfach Ornn besser auch pushen kann. Was will der Ornn auch machen? Das ist natürlich ein unlucky Matchup für den Ornn. Ne? Das Matchup ist nicht sehr nice für ihn. Die hat True Damage, die hat Mobility, die hat alles. Okay, Ulti um zu safen, aber Ornn ist in der Nähe. Oh, bleibt an der Wand hängen. Die Ornn hätte sitzen müssen, aber. Er ist leider hängen geblieben. Deswegen konnte der Kill hier nicht secured werden. Ich bin mir ziemlich sicher, hätte die gehittet, wäre der Maokai jetzt tot. Sehr sicher, natürlich. Claw muss raus, Claw Midlaner schon, bevor der Fight losging. Low kann nicht teilnehmen. Einfach das 4 gegen 2. Claw Jungler, Claw Jungler. Claw Support auch mit oben mit dabei, aber doch zu spät für den ganzen Spaß. Im Gold können wir noch keinen großen Unterschied erkennen. Das ist natürlich so 300, 400 Gold, die da auf Claws Seite sind. Obwohl jetzt ein bisschen weniger. Verteilung aber ja, ist aber insgesamt verhältnismäßig eben. Na gut, die Jinx mittlerweile doch überschwänglich immer mehr Farm als den Jhin. Das wird besser. Oh, das wollte ich nicht. Da kam der Herald Mitte für zwei Platings. Aber es wird auch getradet. Syndra sehr risky, da aus der Kindred Ulti rauszugehen. Kann aber auslaufen. Der Ornn kommt zur Rettung und hier leidet sie weg. Der Chain CC auf der Vex drauf tut natürlich ein bisschen weh. Syndra hat hier doch mit ein paar HP überlebt, aber genug HP, um zu überleben. Hier kommt die Jinx Ulti, abgetimed in die Base, aber zu schade. Früh. Schade, bisschen zu früh, so. 1,5 Sekunden. Hätte auch, glaube ich, nicht getroffen. Die waren ein bisschen zu weit verzogen. Ein bisschen zu weit links, auf jeden Fall. Hier ist aber Camille jetzt auch mit am Start und zeigt einfach den Camille True Damage mit. Shutdown wurde sich abgeholt. Wir sehen hier auch schon, gleich werden wir 3 Stormraisers im Game haben. Ziemlich sicher. Wir sehen hier schon 2 Stormraisers. Der Jhin wird sich auch gleich Stormraiser kaufen. Das kann man relativ gut an seinen Teil-Items erkennen. Würde keinen Sinn machen, dass Jhin kein Stormraiser spielt, das stärkste Item auf ihm. Das Item ist derzeit einfach sehr strong. Ich meine, ich finde es ja schön,
dass das Item relevant geworden ist, aber es ist irgendwie ein bisschen zu relevant geworden. Es ist zu stark geworden, Ja. gefühlt. Gibt aber vielen Champions, vielen anderen ADCs auch wieder die Möglichkeit, am Spiel teilzunehmen. Ja, I mean, vorher Die war es Meta relativ. bestand, ja, die Meta bestand eigentlich nur aus Jinx, Xayah und vielleicht noch eine Xeri. Vorher war es relativ unbeliebtes Item, wurde nicht sehr oft gebaut. Oh, Oh, gerade noch Miliotop. so den Schuss connected. Aber Gegenkill auf die Karma. Jinx Ja. getriggert. Jetzt wird der komplette Jungle dafür genommen. Ja, das ist natürlich nice für die Claws hier. Lord Midlaner will noch was mit dem Djinn anfangen. Lässt es aber dann doch bleiben, weil sie wissen, Kindred ist jetzt auch wieder mit in der Nähe. Die Camille wird hier ein bisschen gepressured und nicht Damage in die Fresse reinbekommen. Jetzt hat sie tatsächlich einen Magic Damage hier bekommen. Ich weiß nicht genau, wie das berechnet wird. Von dem, was ich bisher sehe, nimm's nicht für voll. Ich bin ein Noob, was Camille angeht. Ist es der letzte Damage, den sie kriegt? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird eher am Champion abgemessen, der in der Nähe ist. Aber ich weiß Aber nicht genau, wie das berechnet wird. Das müsste ich mir mal genauer anschauen. Ich habe zwar haben Mastery wir irgendjemanden im 4. Chat, haben wir irgendjemanden im Chat, der es vielleicht weiß? Ich habe Mastery 4 Camille, aber Mastery 4 ist jetzt auch nicht so die Welt, also ja. Und ich habe den Champion ein paar Mal gespielt in der Solo-Queue in einem nicen Matchup. Aber sonst habe ich eigentlich auch keine Ahnung von Camille. Hier wird jetzt der Ornn angegangen. Kommt die Ornn-Ulti, kommt nicht durch, Ja, er gedodged. flasht noch, aber er stirbt Er wird dann trotzdem. doch langsam aus sich runtergezwirgt. Der Flash vielleicht noch rettend über die Wand, ich weiß es nicht. Hat nicht funktioniert. Ja, Dafür sehen wir jetzt auch der schade. Midlane dasselbe Prinzip. Sie wissen, Schade, Maokai schade. ist Top-Lane, der Midlane Tower hat nicht mehr viel Leben. Wird sich jetzt hier gewehrt, denke ich, ja. Der Herald Auf ist jeden am Fall. Start. Er ist nur gedreht, deswegen hätte er fast einen Hit von hinten bekommen, aber dann doch nicht. Oh, Kindred ist hier sehr, sehr low. Die Maokai Ult connected nicht. Das hätte sie, glaube ich, getötet. Gerade so noch nicht von der Maokai Ult getötet worden. Das sieht aber trotzdem gut aus für die Claws. Syndra fehlt noch ein bisschen der Passiv-Damage, sonst hätte das sehr böse für die Vex ausgehen können. Ja, Camille chased hier Ja, die das Kills stimmt. runter. Jetzt wird weiter. Oh, schade. Schade, das wäre fast noch durchgegangen. Aber dann doch nicht. Die Syndra sich doch TP noch leider gewehrt. auch nicht mehr geklappt. Langsam aber sicher arbeiten sich hier die Claws hoch. Gut getimte Kindred Ult, ob sie Jinx hat das hier auch saven keinen wird, ist die Respekt mehr Frage. vor der Nein. Kindred. Kindred hat aber noch Ulti. Hier zwei Flashes. Bin Aber der natürlich jetzt in einer Djinn ganz schlechten stirbt. Position. Es richtet sich immer mehr nach den Claws, das Game. Irgendwie, so ziemlich jedes Game sah irgendwie so aus. Von den Claws. Immer am Anfang relativ ausgeglichen und dann arbeiten sie sich Minute pro Minute immer langsamer nach oben, was den Goldlieb Die betrifft. halten einfach die Kontrolle über das Spiel. Ja, das Und stimmt. sobald die halten die Kontrolle und bauen einfach immer weiter auf, dass die Gegner einfach Fehler machen. Man muss auch sagen, ihre Draft ist auch echt sehr, sehr nice. Wir haben die Catch-Kombi. Wenn ein Ja. Gegner out of position steht, Oh. ist dieser gefangen. Jetzt Der Maokai out of Maokai rettet sich position. hier. Der Maokai rettet sich hier dadurch, dass die Ornn eh nicht connected hat durch den Flash. Der Djinn wird sich jetzt hier einfach gewehrt. Okay, interessant. Interessant, die Camille macht ordentlich Damage. Natürlich auch ein nice Ding. Camille ist Vollbild, die hat ihr Trinity Ja. fertig. Ja, die wird sich jetzt hier aber dann doch noch abgeholt. Die war ein bisschen low. Wären die beiden even gewesen in HP, hätte die Kindred natürlich keine Chance gegen die. Aber dadurch, dass sie schon ein bisschen angeschwächt war, konnte sich die Kindred einfach die Camille abholen. Syndra, für Syndra fehlt leider dieser Ticken Damage. Das Weiß nicht, stimmt kannst du mal die Syndra allerdings. anklicken, damit wir sehen, wie viel Stack sie auf ihrer Passiven hat? Das können wir gucken. Ja, 71. 71 Stacks. Ich bin jetzt nicht so der Syndra-OTP. Ich weiß nicht, wie viel 71 sind zu dem State of the Game. Aber ja. Ich merke nur gerade, dass dein Stream deutlich unter dem ist, was du siehst, in-game schon. Das ist nicht so nice.
Warum das so Bist delayed ist. mir circa 10 Sekunden voraus. Ich bin 10 Sekunden voraus, das ist ziemlich weird. Meinst du im Discord-Stream auch? Genau, den meine ich. Warte mal. Sonst Sekunden vor, ist gleichen wir mal kurz in-game ab. Wo bist du gerade in-game? ich bin bei 19:10. Okay, dann sind wir 19:11, in-game jetzt gleich. so, ja. Ich rede von etwas, was keine Ahnung, was zur Hölle ich rede, wenn du versetzt bist. Das ist doch immer schön. Ja, ich weiß nicht, wie viel diese 71 Stacks vor der 1,5 Minuten auf Syndra sind. Ich weiß nicht. Ich bin. Ich kann nicht sagen, wie Ich habe viel einmal braucht, weil Syndra in es meinem ist. Leben gespielt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie eigentlich 100 Stacks braucht, beziehungsweise 120, damit sie den Ability Boost kriegt, und ich glaube 100, um den Ulti Boost zu kriegen. Okay. Ich Kann weiß aber nur, jetzt nicht, ich kann jetzt effektiv nicht ich sagen, wie bin das mir nicht aussieht sicher. mit Ich diesen weiß nur, Stack-Anzahlen in dass dieser Minute. irgendeiner ihrer Boosts macht True Damage. Das weiß ich. Ich weiß nur Natürlich, nicht genau welcher. die Stacks boosten natürlich alle ihre Spells. Es fängt über Ja. die Q an und steigert sich natürlich so weiter. Irgendein Ja, hier Boost natürlich macht die True Damage, das weiß Catch-Kombi. ich. Mehr weiß ich über Syndras Boosts nicht. Hier hatten wir natürlich wieder die Catch-Kombi. Karma zu weit vor, Chill halt auch leider direkt dahinter. Ja, die Wird sind jetzt einfach drüber natürlich weg. gefahren. Die können die sich den Drake hier jetzt einfach abholen, Syndra weil. auch zu weit vorne. Kann aber Oh. rausflashen. Ja, Lex Ulti connected, der Kindred Vex safe Damage, da der mit tut ihrer natürlich weh, Ulti. aber die steht jetzt hier natürlich in allen drin und niemand kann followen. Das ist ein bisschen schade. Richtig, das ist dann Kindred Ulti, blockt den initialen Ja, die Damage. Syndra wird sich hier gewehrt. Alles easy für die, Syndra weil. out of position, gut von Camille gesehen, punisht sie natürlich direkt dafür. Camille hat Jetzt auch natürlich. sie wollen den Ohren haben, Ja, der wird sich er ist auch gleich alleine am gewehrt. Der Tower. True Damage, der haut zu sehr rein in der Ohren. Kann er auch mit seiner Tankiness wenig unternehmen. Er hat auch eine unglaubliche Synergy mit Trinity, Camille, weil der Spellblade Damage, der wird auch in True Damage umgewandelt durch die Q. Weil es wird nicht nur der Q Damage in True Damage umgewandelt, sondern der ganze Damage von der Attack wird teils und später ganz in True Hier Damage umgewandelt. ist sehr aggressiv von Maokai auf den Jhin, der in der Midlane steht. Ja, der wird hier auch einfach weggehauen. Kindred weiß aber nicht, dass die Kindred da ist. Kindred ignoriert aber Oh. ein bisschen ihren ADC und hilft Jhin sehr B. spät. Ja. Oh. Kriegen aber den Kill. Oh, schöne Ulti Die von Rakete Jinx. Double hier Kill. von Claw-Bosse. Und ja, Camille farmt wieder den nächsten. Der Mann mit dem schlechten Internet hat hier doch eine ganz gute Jinx-Ulte rausbekommen. Das war aber. Die Kindred hat ihren Jhin Ein bisschen verkauft. sehr ignoriert. Also hätte die Kindred Ja. früher dem Jhin schon geholfen, hätten sie wahrscheinlich Maokai töten können, bevor Ja, das komplette Team von Claw da sie gewesen hat ihn wäre. klein wenig verkauft, aber der Maokai tut auch echt weh im Rücken, so, muss man sagen. Maokai darf man natürlich nie unterschätzen. Ja. Der baut hier die sehr, das sehr, in meiner Meinung nach, sehr impactvolle, sehr brokene Item Radiant Virtue. Ist unglaublich strong, wurde jetzt auch noch billiger gemacht. Ich glaube, der Effekt und die Stats wurden ein bisschen Es wurde, abgeschwächt. genau, es wurde billiger gemacht, dass es auch Support, Tank-Support kaufen können, wurde aber dafür auch schwächer gemacht. Ja, aber wirklich geringfügig schwächer. Ich glaube, 50 HP und ein bisschen was am Effekt wurde geändert. Sonst aber ist da nicht viel passiert. Es soll der rettende Ausgleich sein dafür, dass jedes Heal-Schild-Support-Item gebufft wurde, wie sonst was. Ja, das stimmt allerdings. Echoes of Helia sieht man derzeit auch ziemlich oft. Ein ziemlich interessantes Item. Ja, das ist Game 1, Erik. Damit hast du recht. Das ist noch Game 1. Wir werden aber. Wenn ich den Chat so ansehe, wir haben hier das höchste Game und unser Chat ist irgendwie deutlich ruhiger als bei den letzten Games. Ja, bei den letzten Games ging es ein bisschen mehr, aber ich glaube, es lag ein bisschen daran, dass er hier die Timeline, wo Hier soll ich kommt der rausnehmen? Dive. Ich bin leider nicht so sehr. Aufgesetzt, Arme außerhalb der Kindred Ulti, nicht rettenbar. Claw noch quasi full life und Inu wird einfach überfahren. Ja, weil das So, war ich wollte der jetzt hier Ace. nicht zwischen reinfahren in den Fight-Analyse in Anführungsstrichen.
Ich kann die Zeitleiste rausnehmen, aber ich bin jetzt nicht so der Spectator-ODP, dass ich genau weiß. Links. Interface Visibility, bla 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 bla. Time Controls, ja, okay. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Und das wusste ich nicht. Ich bin nicht der Spectator Main, muss ich ehrlich Claw gestehen. wollte den Tower haben, Claw will beenden, Camille natürlich doch sehr low, Karma Damage unterschätzt und Karma rächt sich mit einer Q-Ulti in Die Camilles Informatiker Gesicht. haben mittlerweile auch schon Bounties, so sehr sind sie behind. Sieht man auch oben am Gold. Ungefähr Schön, Ulti connected leider nicht. fast 8000 Gold im Lead hier, die Klaus. Jetzt schon Minute 24 und 36 Sekunden. Ziemlich beachtlicher Gold-Lead auf jeden Fall. Ziemlich early sogar schon. Es tut weh. Es tut weh für Tut natürlich Informatiker. weh, aber wir kommen jetzt in die Phase, wo Ornn anfängt, die Items aufzurüsten. Das Ja, das ist könnte true. der ausgleichende Faktor werden. Das ist true allerdings. Hier der Super Minion wird einfach weggehauen mit dem Ornn Max Health Damage. Muss ich auch dazu sagen, der ist einfach. Syndra natürlich jetzt auch bald bei ihren 100 Stacks auf ihrer Passiven wird natürlich auch deutlich mehr Damage kommen, sobald sie ihre Ja, das Stacks voll stimmt. hat. Also. Kindred scaled auch ziemlich heftig ins Late rein. Hat hier auch Wenn ordentlich in, solange gefarmt. Into das Game jetzt halten kann und noch ein bisschen Zeit rauszögert, werden sie dank ihren Champions ausgleichen können. Aber Ja. Kindred hier ist sehr weit außerhalb, Oh, der sehr weit Maokai hat ein abgezogen. bisschen die Vex-Ult nicht connecten lassen durch seine Q. Aber Aber ja. sie kriegen Kindred trotzdem. Ja, Ja, sie Camille hier bekommen oben, trotzdem ein der Damage bisschen. ist einfach gut. Es sind zu viele Leute, dass die Kindred das überleben könnte. In Into einfach gerade zu weit gefühlt draußen. Ja, die sind ein bisschen zu confident. Ja, hier Der wird der Ornn Ornn abgebrochen. Dadurch recalled keiner hier. in der Base, der deffen kann. Ja, Claw das ist reißt mit vier bad. Mann einfach die Hütte auseinander. Ja, das stimmt. Der Ornn wird auch. Kann nichts machen. Die Keine Camille kann ihn Chance. immer followen. Sie hat viel zu viel Mobility, viel zu viel Damage. Ja, das war das Die Game. steht auch 15 Jinx 3, die natürlich ist richtig auch. fett. Jinx ihre Items natürlich auch schon zusammen, macht massiven Damage, Was die ist für einen getriggert, Damage kann macht, ey. beenden. Was die für einen Damage macht mit drei Hat natürlich Items. ihre dreieinhalb Items, der Damage Ja. ist da. Ja, auf jeden Fall beachtlicher Sieg von den Klaus hier. Wieder sehr langsam gestartet, clean runtergespielt, konstant am Drücker. Ja, das stimmt. Ich werde hier. Obwohl, das mache ich erst später, nachdem dieses Best of 3 beendet wurde. Dann werde ich das kleine Scoreboard, was man hier in der Tabelle sehen kann, aktualisieren. Das werde ich dann danach machen. Ich muss hier leider kurz wieder meinen League-Client öffnen, der sich vorher ja in das Replay, sag ich schon, in den Spectator-Modus reingeschlichen hat. So, dann würde So. ich aber sagen, bis das zweite Game losgeht, machen wir auch einmal eine kurze Pause. Und man sieht sich dann, sobald das zweite Game losgeht. Ich kann leider nicht sagen von den Teams, wann sie planen weiterzumachen. Haben die Teams eine Pause eingefordert? Bis jetzt keine Pause, aber ich glaube, sie machen kurz eine kleine Unterbrechung. War bis jetzt immer der Fall. Okay. Ja, wenn das der Fall sein sollte, dann werde ich mich auch kurz auf die Toilette begeben. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Teams ihr Game fortfahren werden, aber wir warten auf den Invite auf jeden Fall. Zuschaueranzahl steigt auf jeden Fall schon mal. Vielleicht sehen wir ein bisschen mehr Action im Chat, sobald das zweite Game losgeht. Oder die höchste Liga interessiert einfach keinen. Man will doch lieber das Moshpit Man der weiß es unteren Liga nicht. sehen. Anscheinend die. Wir wollen einfach keine Clean Games, wir wollen einfach das Chaos. Wir wollen das Chaos, wir wollen das ordentliche Gekämpfe, wir wollen nicht so diese langweiligen Masterspieler, die will doch niemand sehen. Wir können das Spiel, das ist langweilig. Wir Die wollen können das Chaos. Spiel, das So. ist langweilig. Da kam schon der erste Invite. Ich glaube, die Teams Bei machen sich wieder mir kam bereit. der jetzt nicht. Das ist ein bisschen problematisch. Ah, Ja, jetzt komm. hier Ja, von komm dir. ran. Bosse hat anscheinend wieder verpennt, dass ich hier dann doch noch das Game caste. So. Es haben sich noch nicht alle sortiert. Ich weiß nicht genau, ob die Kollegen ready sind oder nicht. Das werden wir gleich erfahren. Wurde sich auch ordentlich Verpflegung angeeignet, dass man auch die drei Games lebend, ohne zu verhungern und zu verdursten übersteht. Falls es drei Games werden, das müssen wir natürlich Falls immer es drei bedacht Games werden. bedenken. In dem Best of Three halt, meine ich. Jetzt nicht unbedingt drei Games. Es kann jetzt auch sein, dass Claudi hier jetzt nochmal ordentlich wegpfeffert. Es wäre natürlich schön zu sehen, dass Inu jetzt einfach die Runde gewinnt und wir mal ein drittes Ich Match glaube, sehen. Ich glaube. das wäre das erste Mal, Ich wollte gerade sagen, es dass wäre, glaube ich, wir. das aller eher das erste Mal, dass es mal in ein drittes Game geht. Bisher waren die Games eindeutig, und zwar zu eindeutig für meinen Geschmack. Ja, ist ein bisschen schade, dass sie nicht so lange gehen dann. Ah, ganz Falls eindeutig nicht. ich. Also Claws Game gegen Xenon, das zweite. War es das zweite oder war es das erste? Ich bin mir nicht sicher. In einem Game hatten sie doch schon mal viel Fahrt verloren. Ja, aber dann wurden, glaube ich, ein paar unnötige Plays gemacht und die Claws haben sich wieder zurück hochgearbeitet. Richtig, da war dann doch der Feed zu sehr auf dem Top-Laner und der Top-Laner war im Split dann Ja, nicht im genau, Team dabei, was daran Claw dann kann ich mich natürlich direkt erinnern. Daran ausgenutzt hat. kann ich mich noch erinnern. Das Das sieht. Gold Das war sieht auf den Cyan halt gewichtet. Das war, glaube ich, ein Cyan, oder? Ja, ne? War es nicht der Malphite in dem Es war, Game? glaube ich, der Cyan von dem Jungler von Into. Stimmt, genau, da wurde der Olaf von dem Cyan auf der Top-Lane geplättet. Ordentlich weggemacht und dann stand er irgendwie so 5-0 oder so mit einem ordentlichen Goldlead. Richtig, aber dann, ja, der Cyan war halt derjenige, wo das Game gehalten hat, als die dicke Frontline, die auch Damage austeilt. Wurde dann natürlich auf der Sidelane untergebracht. Und das hat natürlich Claw mit ihrer Catch-Kombi direkt wieder ausgenutzt und hat das Team überfahren. Wie wir schon sagten, der ADC, damals der Kog'Maw, wurde überfahren, bevor er am Game teilnehmen durfte. Ja, das stimmt. Also, Sein muss man auch echt sagen, wenn er so ein paar Kills hat, wenn er so ein bisschen fett ist, dann bekommst du das Ding nicht mehr tot alleine so. Es stackt natürlich doppelt mit Hardsteel. Hardsteel stackt mehr Leben und seine Passive auf der W stackt natürlich auch noch mehr Leben. Vier Leben pro Das Minion ist für halt. große Minions und große Monster 12. Richtig, das ist natürlich dann Kombination mit Hardsteel, mit Bonus Damage von der W durch Hardsteel und Hardsteel stackt auch noch mehr Leben dazu. Er ist halt einfach ein Fleischball. Das stimmt. Das stimmt. Obwohl ich bin mir nicht sicher, ob er mit großen Monstern mehr stackt. Ich weiß nur, dass es bei Nasus so ist. Dass er von den Müsste großen auch bei Monstern mehr Sein der Fall bekommt. sein. Das ist eigentlich auch bei Sein der Fall. Okay. Und mit Champion Takedowns, denke ich, oder? Ich weiß nicht genau. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das wird sich kurz angeguckt. Ich habe Meine oft. Ausflüge auf der Toplane sind vorbei. Ich habe oft Zayn gespielt, aber nicht so oft, dass ich das weiß. Das wird sich angeschaut. So, hier.
Für mich haben sich die Ausflüge auf der Top-Lane beendet. Bla bla bla, wenn er einen Gegner tötet, bla 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 bla. Ja, 15 sogar, nicht 12. 15. Auch bei Kills und Assists. Takedowns halt. Das sind natürlich Stonks fürs lange Game. Ja, 15 Natürlich Leben, wow, ich dachte 12. ähnliches Prinzip wie bei Ornn. Ornn hat im Early Game durch sein W-prozentual Damage die Oberhand. Wenn du Ornn aber die Möglichkeit nicht gibst, diese Dominanz aufzubauen im Early, wird Ornn natürlich abfallen gegen Champions, die entsprechend countergepickt sind, in dem Fall unsere Camille. Sie hat Ornn einfach nicht den Lead im Early gegeben. Hat hier Trinity fertig, dann fällt Ornn natürlich ab, weil er einfach nicht seinen Spike vor dem Trinity Ja. bekommt. Wir kennen uns von unserem Duell auf Top Lane. Die Oberhand von Ornn liegt in seinem Early, wird natürlich dann unterschätzt und dann kam dann doch der Rebound. Die Tankiness kann dem Damage nicht folgen. So, Das ist schon ein Claude Ding. schreibt, dass sie bereit sind. Inu Intu anscheinend scheint auch. auch, ja, aber wir sehen hier noch nicht, dass das Game beginnt. Oh, Und doch, jetzt jawohl, tatsächlich. wir gehen in die Champ Select. So, falls die Champion Select hier im Stream gezeigt wird, Wie viel es gerade steht? 1-0 für Claw. was derzeit leider noch nicht der Fall ist. Warte mal, das wird kurz gefixt. Wir sehen natürlich wieder die Bans. Rengar auf Seiten Claw, die Ahri auf Seiten Intu. Sie wollen nicht, dass der Claw Midlaner ihren Main Champion Warum bekommt. auch immer hat sich mein kleines Programm hier verweigert und geschlossen, ohne dass ich etwas getan habe. Das wird kurz gefixt. So, warte. So, jetzt. Technische Probleme ohne Ende. Ja, was soll ich machen? Das Programm verweigert sich und schließt sich selbst, aber jetzt können wir was sehen. Es Der steht Bann von Claw auf 1-0. Victor. 1-0 für die Claws steht das. Das kann ich jetzt kurz auch ändern. Warte, einen Claw Moment. bannt auch ebenfalls wieder den K6. Claw bleibt seinen ersten Bans relativ treu. Sie wissen, diese Champions machen uns Vielen. Probleme. Wir nehmen sie raus. Intu variiert, sie nehmen den Maokai raus. Sie möchten nicht wieder den Maokai-Engage haben. Sie nehmen ebenfalls die Vi raus. Möchten so dem Claw Jungler sagen: Nein, du engage nicht in uns rein. Du Aber ich nicht. weiß, dass der Claw Jungler genug Champion Pool hat, um einfach zu sagen: Es Ja, das interessiert mich nicht, stimmt. ich nehme einfach etwas Das anderes. stimmt. Der Claw Jungler ist auch ziemlich guter Spieler. Habe ich auch schon mitbekommen. Ist natürlich auch Master, ne? Hier. Glaube ich, oder? Ja. Ich denke schon. Ja, aber das haben wir natürlich auch auf Seiten von Intu. Wir Ja, haben im der. Jungle, haben wir die Master-Duelle. Wir sehen wieder die Jinx bei Claw, den Chin bei Intu, bei Es den hat sich ADCs nichts ändert sich verändert, nichts. tatsächlich. Ja. Und jetzt Wir kommt sehen hier auch wieder die eben. Syndra anscheinend. Sie sagen sich nochmal, wir probieren das nochmal mit der gleichen Taktik. Ja, Bin ich gespannt. ob das mit den gleichen Champions gecountert wird, das wissen wir noch nicht. Mal gucken. Wir wiederholen einfach das Game. Hier kommt der Oh, Jarvan. der Dieses Jarvan Mal wurde nicht diesmal nicht gebannt. gebannt. Ja. Ah, oder doch wieder der Milio. Genauso wie im letzten Game. Das ist die Ich würde nochmal Frage. überlegen. Es kommt doch erst der Support-Pick. Macht jetzt keinen großen War, war, war Unterschied. es jetzt, war es jetzt nur ein Mindgame zu sagen, hey, ich hab noch was, wenn ihr mir den Das Gage bannt? wäre interessant, wenn sie jetzt nicht den Jungle picken und dann die Informatiker. Nein, Oh. es wird wieder der gleiche Aufbau. Wird das Mindgame sein? Werden die jetzt auf das Mindgame vielleicht hereinfallen und Jarvan bannen? Oder ist das alles nur ein Bait und die wollen extra Jarvan zeigen, um zu sagen, hey, wir haben Jarvan, sodass die Informatiker Jarvan nicht bannen, weil sie denken, dass es ein Mindgame ist. Wer weiß. Das ist die Frage, wird das Wer der 100 weiß. IQ, der 200 IQ oder sogar der 300 IQ Play? Wer weiß, wollen die jetzt im Jungle den Jarvan picken Kesante oder auf der nicht? Top Lane, das ist auch interessant. Kesante sehr stark, wenn du mit ihm umgehen kannst. Dagegen natürlich auch sehr schwach, wenn du nicht mit ihm umgehen Ja, kannst. das Ist ein stimmt. relativ starker Coinflip, finde ich. Ich kann mich honestly nicht daran erinnern, dass Marflo mal Cassandra gespielt hat, aber ich kenne ihn jetzt auch nicht gut genug. Da kommt der Fiora-Ban natürlich gut für den Again. Kesante. Fiora-Ban ist natürlich ein harter Counter für Ja. Kesante. Alle Tanks werden von der einfach weggeschreddert mit dem Max-Health-Damage, vor allem später. Richtig, blockt auch mit ihrem Rebound auf der W. Kesantes Ulti, Engage, dann, wenn das Timing runter stimmt. Hier kommt der Heka raus. Gesamtes dritte Q, Hier gesamtes kommt W, auch die weiter alles. die Top Lane. Sie lassen sich nicht auf den Schaden
Flash ein. Auf den Jarvan-Bann. Ja, vielleicht wird das alles nur ein Bait oder vielleicht picken sie jetzt doch Jarvan. Vielleicht haben sie Ja, extra Mensch, Jarvan ja. gehovert, sodass die Informatiker Jarvan nicht bannen. Das könnte natürlich sein. Das ist natürlich ein dickes Mindgame, aber Ich wer höre auf jeden weiß. Fall im, ich höre im Chat schon auf jeden Fall, dass hier nach einem Nocturne Ja, ich gerufen sehe wird. es. Es wird der Nocturne gerufen. Die Darkness kommt vielleicht. Das sieht auch echt wie ein Nocturne Engel aus, muss ich sagen. Wir sehen aber die Priorität von Claw ganz eindeutig auf dem Jungle von Into. Wir sehen vier Bans gegen den Jungle. Ja, ist klar. Es ist ein stronger Spieler auf jeden Fall. Bei Xin Into ähnliches Zhao. Prinzip. Zwei Bans auf den Top-Laner, zwei auf den Jungler. Interessant. Xin Xin Zhao haben wir noch Zhao. gar nicht gesehen, tatsächlich. Bisschen Olaf. Olaf natürlich auch. Sehr starkes Early. Oh, Und wie ich es es kommt doch erwartet der habe. Charan. Wie ich es erwartet Es habe. Die kommt haben doch der Charan. Jarvan gehabert, sodass er nicht gebannt wird. Das ist natürlich ein Mindgame. Vielleicht war es auch einfach nur Glück, dass er nicht gebannt wurde, aber es könnte Ich sein. glaube, das wäre im Gesamtergebnis hätte es wahrscheinlich nichts geändert. Da wäre wahrscheinlich einfach ohne Probleme in einen anderen Champion hingekommen. Wird wieder der Pike gehabert, aber ich glaube, der wird nicht gepickt. Ich bin mir nicht sicher. Oh Doch, doch. er wird gepickt. Oh doch, tatsächlich. Die haben unglaublich Aber viel AD. wieder sehr squishy. Und sie haben unglaublich viel AD, sehe ich gerade, abgesehen von der Syndra. Dasselbe könnten wir natürlich von Claw behaupten. Ja, aber bei Claw, die. Ja, stimmt allerdings. Stimmt allerdings. Aber der Olaf hat noch ein bisschen True Damage. Obwohl der Cassandra auch mit seiner Ult, egal. Das haben wir natürlich auf beiden Seiten. Das so ist es jetzt nicht. Jawohl, also Botlane von Into wieder sehr aggressiv in die passiv-aggressive Botlane von Claw. Claw natürlich mit ihrer Botlane Jinx Mio sehr situationsabhängig. Sie können defensiv spielen, sie können aggressiv spielen. Wir haben es gesehen. Sie drehen gerne den Spieß um, lassen die Gegner reinlaufen. Into. Mit dem Chin wieder sehr aggressiv. Der Pyke natürlich in Kombination mit dem Chin auch sehr aggressiv, sehr nach vorne. Aber ich stimme so ein bisschen dem Chat zu. Pike ist ein weirder Pick. Weil Er Pike kann halt, derzeit. er kann seine halbe Rotation nicht nutzen. Also seine Ja. E zum Engagen wird von Milio einfach abgewischt. Was so ein bisschen meine Vermutung ist, dass Pike einfach so ein kleiner Comfort-Pick für den Das, das, Supporter das, ist. das, dasselbe sehe ich aber auch bei Xin und bei Kessante. Also beide wollen rein und Milio denkt sich einfach, hier, ich wische euch einfach zur Ja, Seite. Ihr geht hier nicht an uns ran. Cassandra hat nicht genug Tools, um da irgendwie entgegenzuwirken. Natürlich kann er die Q mit der W canceln, ne? Dass er nicht nach hinten geworfen wird. Aber der Slow kommt ja trotzdem noch durch, weil es wird ja nur die Duration ein bisschen reduced dann vom Slow. Er kann aber auch mit seiner E in dem Fall aber auch nicht reinspringen und nach vorne Ja, dashen. Das das stimmt ist. allerdings. Also. Er kann ja Er, nicht für ein Team. E und W gleichzeitig drücken, so, das geht ja nicht. Korrekt. Also. Teamfight-mäßig schwierig. Sehr viel schwieriger für Into, den Engage reinzufinden. Ja, das Gerade gegen stimmt. diesen Milio. Und Jinx Claw natürlich mit bekommt. Vex wieder ultimativ viel Range. Charan kann Ja. einfach auch einfach reinspringen. Sie haben natürlich Xin'Zhao Ulti, um abzubrechen. Syndra kann auch mit ihrer E helfen. Olaf rennt auf der anderen Seite natürlich einfach durch. Das stimmt, der hat seine Ultimate. Da kann ihm nichts mehr was anhaben. Also spieltechnisch würde ich sagen, Claw hat den deutlich leichteren Teamfight Ja, das vom stimmt Aufbau allerdings. als Into. Und Jinx hat auch ordentlich Movement Speed und Peel vom Milio. Die kann da einfach hin Richtig, oder wegrennen, je nachdem. und sobald sie halt einen Assist auf die lange Range kriegt mit Milius Erweiterung, sind natürlich alles sehr squishy bei Into-Seite, vor allem der Pyke. Wenn der Pyke platzt, weil er reingeht, ist die Jinx getriggert und dann wird einfach Stimmt allerdings. runtergerannt. Wenn einmal ein CC auf dem Pike durchkommt, dann deletet die Vex den einfach. Der hat ja, ich weiß nicht, ob die meisten wussten es, glaube ich, gar nicht, aber Pike ist nicht in der Lage, Bonus Health zu gainen. Er hat auch eine ziemlich niedrige Base Health dazu noch. Durch Richtig, seine Passive wird das alles all geregelt. sein, genau, all sein Bo ein, alles Bonusleben, was er kriegen würde, Wird in AD geht in seine umgewandelt. Passive in AD.
Aber Wenn es Leute ist jetzt auf die Idee nicht. kommen, man könnte Hardsteel bauen, die Ratio von der Umwandlung ist einfach zu Ja, schlecht, dass das es sich ist, lohnen ja, das wollte würde. ich auch gerade sagen. Also die Umwandlungsratio ist, was das Gold, was die Goldeffizienz angeht, auf jeden Fall im Minusbereich. Das ist auch die Effizienz, was den Damage angeht. Kauft Ja. ihr ein normales Damage-Item, es bringt dir mehr Ratio in der Umwandlung Ja, als genau. Also ich glaube, Leben zu bauen. wenn man Longsword kauft, ist man irgendwie so bei einer Goldeffizienz, ist man halt bei einer Goldeffizienz von 100%, obviously, ne? Aber wenn man jetzt ein Ruby Gem für die AD kauft, ist man irgendwie so bei 70 bis 80%, also es ist kein guter Payoff. So, dann Sind wir gucken wir gleich uns das mal drin? Skin-Matchup mal wieder an. Skin-Matchup dieses Mal ausgeglichen. Skin-Matchup. Crime City Jinx mag ich jetzt nicht so, sieht nicht so besonders aus. Der T1 Olaf ist natürlich ein wilder Skin, genauso wie der Jarvan Skin. Gut, Wir sehen hier ich gerade einen weiß, kleinen dass Black der. Screen. Wir hoffen nicht wieder den Disconnect beim Joinen, sonst haben wir wieder Probleme im Stream. Das werden natürlich wieder umgehen. Aber kleiner Insider, du wirst den Jungler von Klon niemals ohne Skin sehen. Ich glaube, er besitzt über 90% aller Skins. Ja, das ist gut möglich. Wir sehen hier leider gerade gar nichts. Ich weiß nicht, ob das so ein kleiner Int von der Seite von Riot Games ist oder ob hier irgendwas mit dem Spectator nicht stimmt. Muss ich vielleicht reconnecten, ist die Frage. Ich werde es mal versuchen. Sie sind, ja, wir müssen, glaube ich, reconnecten. Es war wieder ein Halt potenziell im Join-Modus. Ich kann hier nicht reconnecten, actually. Warum auch immer. Was auch immer hier geschieht gerade. Ich reconnecte mal bei mir, ob sich was ändert. Wurde straight up rausgeworfen. Jawohl, bei mir läuft das Game jetzt. Ich wurde Du. straight up rausgeschmissen. Versuch mal über. Kannst du über mich connecten? Mal Sonst musst du es schauen, über. warte mal. Also, Game geht auf jeden Fall los. Sie haben fast nichts verpasst. Oder nahezu noch nichts verpasst. Natürlich jetzt mit dem Stream noch ein bisschen länger. Ich gucke hier jetzt Wir aufs Spectate haben. Game beim Bosse, ob das dann funktioniert. Ich kommentiere einfach mal schon. Wir haben einen Stack von Claw auf Top Lane. Der Okay, Midlaner ein bisschen spät von Claw kommt dazu. Aber jetzt ist die spannende Frage. Claw stacked auf Top Lane. so. Into weiß nichts Ich darüber. muss kurz den Client wieder Claw schließen Jungle wieder mit again. dabei und da So. kommt der erste Wurf von Olaf. Wir haben ein Flash. Ein 4. Aber Ke'Sanda kommt raus. Muss dafür nicht mal nicht mal einen Summoner burnen. Meine Maus sollte jetzt Jetzt sehr, verschwinden, bitte. sehr aggressiv. Vom Claw Jungler noch einen Deep Ward unterzukriegen bei Into. Wird aber Early EP geben für den Midlaner. Bei welcher Minute Jungler befindest du dich Stone gerade? Striker hat den Sweeper, gibt Syndra den Ward clear. Sollte für die Syndra in der ersten Wave das Level 2 werden und damit einfach die Möglichkeit, die Vex Early weg zu pressure. Bei welcher Minute bist du? Ich bin bei 1,36, Okay, du bist auf 37. jeden Fall weiter hinten als ich, warum auch immer. Again. Dann spule ich bei mir einmal kurz vor. Es wird bei mir, warum auch immer, auch vorgespult gerade. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Toplane Trader, Toplane für den Olaf. Wo bist du gerade im Stream? Ich bin bei 2,40. Okay, da muss ich noch weiter spulen. Also Wahrscheinlich, wenn. weil ich wahrscheinlich schon früher reconnected habe, wie du das, wenn mir das Ja, Game ich habe einfach früher nicht gewonnen hat. reconnected, ich bin einfach bei Bosse in Spectate reingegangen unter seinem Profil. Weil ich konnte nicht reconnecten, ich wurde warum auch immer rausgeworfen. Wir sehen die Trails, Spotlane. Jungler mit da wieder am Start. Hike gegen Engage. Kriegt er den Kill auf die Jinx? Er kriegt den Kill auf die Jinx, gibt aber dafür selber sein Leben. Ja, das ist. Oh, jetzt Mimio wird hier noch gegen Exhaust. der Jhin Lange aufgehört in abgeholt. meinen Augen. Der Xin Zhao will hier reingehen, wird ein bisschen von den Flashes disabled. Kann hier nichts mehr machen, ne?
Der Exhaust war ein bisschen lange aufgespart. Bin mir Muss man. unsicher. Hätte Emilio Pike Exhaust, hätte die Jinx potenziell sogar Muss überlebt. man sagen, ja, das stimmt. Ich habe auch im letzten Game, glaube ich, gesehen. Einmal gab es eine Situation, da hätte der Milio mit dem Exhaust einen Kill mehr secured, aber er hat nicht exhausted. Ich glaube, der ist ein Ja, komm. bisschen sparsam mit seinem Exhaust, auf jeden Fall. So, kurzer Time-Abgleich. 3,50, 51, Ja, 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 52. ja, Ja, ja. okay, dann sind wir wieder gleich. Die Das Axt passt alles. connected nicht. Natürlich, So. Toplane auch ein sehr schwieriges Matchup. Kesante muss das Game clean spielen mit seinem Champion Olaf. Ist einfach Olaf. Es tut mir unglaublich leid an den Chat. Ich habe nicht genau gesehen, was irgendjemand geschrieben hat, Timeline nochmal nach vorne zu schieben am Anfang des Games. Das habe ich nicht genau gesehen. Es tut mir sehr leid. Ich war im Leak-Line ein bisschen am Rumhantieren, habe ich den Stream-Chat nicht offen gehabt. Es tut mir leid. Wir werden jetzt hier einfach hier weitermachen. Ich glaube, man hat nicht zu viel verpasst. Wir haben Pike, der das Ward killt, das Xayah nach unten kann. Das wird für den Gank vorbereitet. Ja, hier auf der Midlane, genauso wie letztes Game, es passiert nicht viel. Auf der Botlane wird jetzt hier, wie wir Man es weiß, es gesagt wird. haben, der Pike gecancelt durch die Medio-Q. Richtig, natürlich Pike und Xayah versuchen zu ganken, aber Milio cancelt einfach. Ja, der Kassante wird aggressiv eingepusht hier, von der E gehittet. Der macht hier ein paar Trades. Sieht alles Ja, wir relativ. haben hier oben einfach dieses Matchup. Kesante ist ein Champion, der muss gespielt werden. Muss skillvoll gespielt werden. Und Olaf dagegen ist halt deutlich einfacher zu spielen. Du kannst Kassante dich hat auch dadurch auch viel mehr irgendwo. Er hat erlauben. auch irgendwo ein bisschen Scaling, Kassante, auf jeden Fall. Also. Kesante scaled natürlich mit seinem AD. Ja. Sobald er. Sein AD, seine Armor und sein Seine Magic Armor, Resist, genau. sobald. Sobald er ein bisschen höher ist mit den Resists, wird er natürlich sehr eklig, weil er einfach konstant mit Ja. seinen Spells hitten kann und mit nahezu keinem Cooldown mehr. Ich muss auch sagen, Aber Olaf Olaf war ist. kein schlechter Pick hier, weil. Genau, Olaf denkt Oh, sich einfach nice nur: gespielt, Oh, nice. das ist sehr schön. Schönes Outplay von Kesante. Es war sehr schön gespielt. Schön den Knockup E-Knockup gecancelt. gecancelt, genau, und dann Genau. noch mit der Ult Mit der geinsackt. Ulti in den Tower von T3 tiefer Ja. reingezogen. Es war vielleicht ein bisschen unterschätzt vom Jungler, von den Claws hier, ne? Ein klein wenig unterschätzt, den Kassante. Auf der Midlane. Natürlich in dem Fall Oh. sehr, sehr schwierig zu spielen, dass Gesandte in dem Fall die WP perfekt clean setzt. Das war ein schönes Kann Spiel. man nicht immer erwarten. Ja, das kann man nicht immer erwarten. Ich glaube, da hat der Claw Jungler auch ein bisschen den Kassante Oh, unterschätzt. wir sehen hier Midlane wächst sehr deep, sind sauer Oh, zur Stelle, nice. aber der Kill reicht nicht, der Sehr, Flash sehr rettet. schön auf die W gewartet und die dann auch mit dem Flash gedodged. Ja, Ansonsten wäre das der Death versucht. gewesen. Auf Botlane versucht der Pike natürlich aggressiv nach vorne zu spielen, zu hooken, trifft die Hooks aber nicht. Ja. Syndra mit nahezu keinem Mana, steht noch auf der Mitte, verleitet natürlich zum Gank von Charen, wächst natürlich in einer sehr ähnlichen Position, nur mit wenig Leben in diesem Fall. Olaf Roam von Toplane zum Xin Zhao. Zieht seine Chance, jawohl. Syndra kann nichts tun, steht zu weit Ja. draußen, wird engaged. Und Olaf ist einfach Rennt. Olaf. Olaf ist einfach Olaf. Unglaublich strong im Early Game, da kann man relativ wenig gegen den machen. Deswegen auch ein ziemlich guter Pick gegen Kassante, weil Kassante vor allem im Early Game ziemlich nice traden kann. Mit dem Grasp auch noch dazu. Wir Bisschen sehen Healing, natürlich bisschen Botlane wieder Damage. den Trade. Pike versucht was zu machen und Milio denkt sich, ich wisch dich einfach ab. Ja, das stimmt. Aber der Damage Trade ist auf jeden Fall mit Pike Oh. auf Seiten-Into, Das die Jhin Ulti schön unglaublich close. gezündet. War unglaublich close, der Shot, aber er hat gerade noch so mit einem vielleicht sogar kleinen Streifschuss connected. Also das sah ziemlich weird aus. Aber die Jhin-Hitbox ist natürlich nicht so klein, wie man denkt. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall aber den Trade einfach gesehen. So, Milio kann zwar Pike canceln und abwischen, aber der Damage Ist Offensive ist da. natürlich bei Jhin und Pike. Ja, der ist da. Und vor allem auch. Pike ist sehr oppressive im Early Game, muss man dazu sagen, ne? Das ist jetzt. Oh, er überlebt Oh, sogar. gerade so noch. Und jetzt der vierte Schuss, bam.
Natürlich, das war Sag jetzt. 270 Damage, das ist absolut disgusting. Und das ist sogar noch komplett ohne Item. Ja, mit zwei Longswords und einem Dagger, was ja eigentlich 80-80-80 für ihn bedeutet, so, ne? Und das in allen drei Fällen, das heißt, wenn der Dagger Attack Speed gibt. Ja, das sind drei AD-Items, auch wenn der Dagger Attack Speed gibt, weil es Djinn ist halt. Richtig, aber man muss sagen, an sich cleaner Dive von Pike. Schön Djinn, im runtergespielt. Gegensatz zu letztem Game, ist der Djinn jetzt hier ahead. Hätte ich nicht gedacht, dass das mit Sie dem Pike so gut sind im funktionieren Gegensatz würde. zum ersten Game auch doch nochmal einen Ticken aggressiver und das zahlt sich gerade aus. Saison am Invaden alleine. Oh, die Ulti zahlt sich hier auf jeden Fall aus. Nice getimte Reicht Ultimate aber von nicht. Clawbosse. Reicht aber leider nicht. Der ist sehr alleinständig, sehr deep dafür, dass man nicht Ja. weiß, wo sich Claw aufhält. Das stimmt. Und der Pike wird natürlich einfach auch abgeholt. Wächst Ulti Reset. Sie konnten den Drake securen, das mag sein, aber dadurch wusste Claw natürlich, Xin Zhao ist hier in der Nähe und Claw Botlane war zu der Zeit in der Base. Ja, das Natürlich stimmt, dadurch schneller allerdings. da als die Midlane und die Botlane von Into selber. Ja, Olaf ist hier klein wenig ahead auf der Top Lane. Mit mehr Versucht auch die Farm Wave. und mehr Er versucht auch Kills. die Wave draußen zu halten und Kisante in die Trades zu verlocken, um ihn einfach weiter zu Na, das bedamagen. stimmt. Oh, hier auch mit dem Kull habe ich gerade gesehen. Sich ein bisschen Gold abholen. Kull auch. Interessantes Item sieht man auch ziemlich oft tatsächlich mittlerweile. Eher die Variante von, wir wollen einfach in Ruhe farmen, als uns zu kloppen. Ja. Das stimmt. Auch auf der Midlane geht es ähnlich zu wie im letzten Game. Es ist ziemlich ruhig eigentlich. Wir sehen Botlane, schöner Flash von Oh, Chin, die Jinx nice. Ulti connected leider, aber doch. Man muss wirklich sagen, Bosses Ultimates sind immer ziemlich nice. Also das ist mir bei ihm auch aufgefallen. Seine Ultimates auf Jinx sind immer sehr, sehr nice gesetzt. Sehr, sehr nice getimed, sehr nice gesetzt. Gefällt mir auf jeden Fall. Hier wird jetzt natürlich der Drake angegangen, weil man weiß, der ADC von Into fehlt. Xin Zhao riecht aber noch seine Chance reinzugehen, trifft Ja. den Smite nicht, versucht weiterhin zu traden, Oh. kriegt einen Kill sogar raus. Pyke Interessant. sehr zögerlich am Rand. Aber der Flash war vielleicht Hier ein kommt die bisschen Jhin nötig. Ulti. Aber Claw Aber. Jungler ist zur Sicherheit geflasht. Leider trifft der letzte Schuss von Jhin hier nicht. Pyke Aber sehr der. Oh, zögerlich. schade, schade, schade. Hier Schade, kommt der schade. Re ja, hier kommt der Rebound. No. Schade. Das sah wirklich gut aus, aber dann Es hat sich alles ein sah bisschen sehr gut, es sah geturnt. sehr gut aus für Into in diesem Fight. Trotzdem, dass Xin Zhao allein engaged ist, sind drei Leute. Der hat sehr, sehr viel Damage rausgehauen, wurde, konnte Richtig, aufgrund seiner richtig, Ultimate richtig. nicht wirklich angehittet werden. Sehr interessant auf jeden Fall, Richtig. dass er da was machen konnte. Vex Pyke hat hier ließ leider es. keinen Mana und kann nichts mehr machen. Leider muss ich sagen, von Pyke. Er hat noch die komplette Ulti in diesem kompletten Fight, aber sehr zögerlich. Also, Pyke ist auch ein Damage-Dealer. Man darf auch Auto-Attacken. Ja, das stimmt. Er hätte in dieser Situation in meinen Augen einfach auch mit reinspringen können, Auto-Attacken. Ja, hier wird natürlich die Gerade Sunda so die einfach Vex-Q überfahren. gedodged, aber der Oh, Jungler wie ist hier noch sehen wir die da. Pyke-Ulti. Ja, der haut auf jeden Fall ordentlich rein. Der Pyke wird jetzt ein bisschen gepresst und stirbt auch noch. Schade. Natürlich, Pyke keine Spells mehr, um Aber davon zu kommen. trotzdem Wurf, das Shutdown sitzt mit für Pyke mit Pyke Into. Ulti sogar noch höher, von da es noch mehr Geld rausgeholt wird. Noch mehr Hier wird Geld, jetzt ja. Dixie Sau einfach halt überfahren. Olaf ist da. Oh mein Gott, das Schild und das Healing. Das hätte ich jetzt nicht Dennoch. erwartet, dass der Milio Es da rannte so. natürlich durch diesen Trade zwei Platings. Vielleicht sogar noch ein drittes Plating. Olaf steht noch in der Mitte. Aber Kesant hat keine Wave. No. Dann wird sich jetzt hier vielleicht noch das. Der Olaf wird sich hier jetzt auch im Midplating gewähren, das eine oder andere. Wird ein bisschen vom Tower angehittet. Aber er holt sich noch Wird das aber nur einen Plating. Plating kriegen. Ja. Syndra hat natürlich Oh noch mein die Gott, er wird Ulti. ordentlich deleted. Olaf hat natürlich aber auch noch das W-Schild. Also. Ja. Aber er hat ordentlich Damage reinbekommen. Hätte ich nicht erwartet, dass sie jetzt mit ihrem Das hat eigenen er auf Item jeden so Fall viel Damage macht. gekriegt.
hier Pyko Besitz bekommt, aber hier noch seinen Engage raus, der Jungler, aber die können dann nicht mehr machen. Hier wird wahrscheinlich jetzt der Herald geplaced werden. Ja, der Xante wird ordentlich harassed von der Vex. Wird ein bisschen genervt in der Herald auf der Botlane. Nicer Flash, die Pyke eh noch geflasht. Da kam kein Stun durch. Auch mit dabei. Pyke geht aggressiv. Sieht sich da noch in den Fights? Ja, das ist Pyke. Pyke ist immer sehr aggressiv. Wird immer sehr aggressiv gespielt. Engaged. Kriegt die Jinx zu packen. Oh, Jhin connected, Jhin Ulti raus. Aber Jarvan. Ulti wird gecancelt. Jarvan turnt komplett hier mit seiner Ulti. Mit seiner Ultimate. Ja, und da wird einfach. Ja, Security. Die Jarvan Ultimate vorne. War crazy. Es sah gut aus, aber doch zu weit vorne, zu gegroovt. Jarvan zieht den Turn und. Der Jarvan findet hier jetzt noch den Engage auf die Syndra. Die E hat nicht connected, lol. Interessant, das sah sehr weird aus, aber es war anscheinend noch gesidestepped. Natürlich, Syndra W geht nach außen weiter auf. Je näher du an ihr dran bist, umso leichter ist es auszuweichen. Das stimmt. Aber ja, es sah sehr gut von Into aus, gerade in diesem Fight. Aber der Jarvan hat einfach alles geturnt. Richtig, das war dann doch. Jhin mit seinem Ulti konnte viel reißen, hätte viel reißen können, war dann aber doch der zu Pike weit vorne. Wird jetzt einfach abgefangen oder was? Jawohl. Olaf sagt sich: Hey, ich bin ahead, ich kann euch einfach runterrennen. Nimmt hier drei, nimmt hier zwei. Ich fighte drei Leute, die laufen. Einzeln mich rein, ich kann die einfach wegmachen mit meiner Ultimate. So. Er hätte den Cassandra wahrscheinlich auch noch gefightet, der hat sich dann auch zurückgenommen und hat lieber nicht versucht, mit dem Olaf zu kloppen. Er hat zugeguckt, wie zwei Leute in seinem Team umgefahren werden und dachte sich, nein, ich möchte hier nicht teilnehmen. Versucht hier natürlich noch ein bisschen was zu machen. Wieder schöne W von Cassandra. Ja, oh, die Q mit der E gedodged, das sah auch sehr nice aus, denn der Slow ist nicht durchgekommen. Also, Vex wird hier ein bisschen. Schon ein schönes Aim, aber Vex wird hier witzigerweise ein bisschen vom Herald genervt. Das sah sehr witzig aus. Oh, hier wird Bosse jetzt ein bisschen Vexy sieht auf der Toplane geht auch er kriegt, was ab. Er kriegt, Bosse kriegt aber noch den Counterkill und überlebt dadurch sogar. Aber der Jarvan wurde sich hier gewehrt und der Olaf vielleicht auch noch. Olaf bleibt hier plus Melio einfach nicht tot zu kriegen. Das Healing von der W mit dem Missing Health Scale ist halt zu hoch. Botlane natürlich jetzt in der Situation leider nicht ganz gesehen, weil die Kamera doch eher auf Toplane war. Botlane aber wurde versucht, im 2v1 die Jinx zu diven, aber nice. Jinx doch zu defensiv, Pyke zu squishy, Pyke kriegt die Tower-Hits, muss die Crocs dodgen, um nicht im Tower in den Crocs hängen zu bleiben, fängt sich dadurch einfach den extra Hit und stirbt dann an der Jinx. Der Movement Speed rettet die Jinx, aber weil sie einfach vom Jhin wegrennen kann. Man muss dazu sagen, hier Into hat sich jetzt auch zwei dicke Shutdowns gewährt, ne? Ein 500er Shutdown vom Jarvan, 400er Shutdown von der Jinx. Ist also nur die Frage, was sie jetzt damit machen. Ja, im Moment ist Claw trotz den Shutdowns immer noch am Drücker. Das stimmt. Die sind immer noch ordentlich vorne, was das Gold angeht. Die Wechsel misst hier knapp. Beim Herald wird ein bisschen gekloppt mit dem Pyke, aber der Pyke kann da alleine relativ wenig unternehmen. Nicht so nein. Der ist auch ordentlich oft Drome gegangen. Der ist nur Level 7. Ist natürlich auch eine seiner Main-Aufgaben, ordentlich zu roam. Xinzhao hier sehr weit draußen. Oh, die Jinx Ulti connected, macht aber kein Damage. Ja, aber Jarvan ist einfach zu stark mit seinen Items. Der ist richtig OP, der hat 10 Kills einfach. Der macht richtig Damage. Hat auch seinen Black Kisante holt auf der Toplane den Gegendrage, holt sich einen Turm. Ich muss auch wirklich sagen, Xinzhao ist derzeit einfach ein disgusting Item. So, das Item ist sehr, sehr strong. Die Wechsel. Wir sehen wie im ersten Game. Wie im ersten Game, es wird overstepped, es wird einfach nicht beachtet, dass Claw diese Catch-Kombi hat und diese Catch-Kombi auch einfach ausspielt. Die Claws haben hier zwei sehr ähnliche Comps gespielt, tatsächlich. Genau dieselbe Situation wieder. Jhin fühlt sich hinten, Zwischenturm safe. Claude Jungle sagt sich, du bist hier nicht sicher, ich hol dich auch aus deiner Base raus. Ja, das stimmt allerdings. Olaf in der Zwischenzeit nimmt sich die Mitte auseinander, gar kein Stress. An vielen Punkten des Spiels haben die Informatiker sich auch ein wenig zurückgekämpft, mehr als im ersten Game auf jeden Fall, aber die Claws, die holen sich hier
langsam aber sicher immer mehr den Lead. Intu hat gute Trade, aber sie oversteppen an vielen Stellen. Das wird natürlich Ja, von das ist Claws sehr schade. Kombination einfach total abused. Bisher sind die Claws ziemlich dominant in diesem Turnier. Ob diese Dominanz vielleicht mit einem kleinen Comeback gebrochen wird, das wissen wir noch nicht. Das kann man nie sagen. Aber bis jetzt sind sie ziemlich dominant durch alle Games hindurch. Wir sehen hier aber auch schon den Unterschied an den Top-Lanern. Olaf mehr am Team, mehr am Roam, während Ja. Gesandte mehr am Farm ist, dadurch im Level-Lead. Ja, das stimmt. Aber der Olaf steht Olaf natürlich auch trotz 6-0, hat ordentlich gefarmt, ordentlich Gold. richtig, hat auch insgesamt den Farm-Lead. Er hängt nur mit Ja. den Leveln durch die Teamfights ein Stückchen hinterher. Aber Stört das ihn ist aber jetzt auch auch kein nicht in dem großes Fall. Problem, da er so einen dicken Goldlied hat. Nein, Oh, genau, bei der diesem Pike Gold-Lead. findet hier den kleinen Hook und den E. Macht jetzt Bringt leider nicht viel. natürlich. In dieser Situation wieder in der Überzahl. Claw ist wieder mit drei Mann am Start. Sie sind mit Pyke und Xin da. Xin kann Pyke nicht hinterher followen. Und Claw in diesem Fall. Hey, Pyke hat alles raus. Wir fahren den Pyke jetzt einfach rum. Und jetzt hier Ja, natürlich auch. Xin Zhao alleine. Out of Position. Wird natürlich Ja. jetzt auch einfach Oh, das Quadrant überfahren. Gahirin hat auf jeden Fall geschmeckt, aber da kann man gegen drei Leute auch relativ wenig machen. Jawohl, und Olaf. Der Olaf fährt hier einfach durch, aber es sind einfach zu viele Leute. Er wird ja jetzt vielleicht Schönes getötet. Ja. W-Schild, aber Shin-Damage ist natürlich auch Ja, einfach natürlich. disgusting. Der Jhin hat sich jetzt hier 1000 Gold abgeholt. Das ist natürlich nicht sehr schön, aber ich denke, diese 1000 Gold werden jetzt an Claws in dickem Lead auch nicht mehr so viel verändern. Jhin, sehr nice Killzahl, 4-4. Darüber freut er sich bestimmt. Sehr nice Scoreboard. Ike sucht wieder die Chancen, findet hier den Milio. Ja, aber der Milio Aber hat einfach zu viel Milio. Movement Speed, der rennt einfach weg. Richtig. Sein Arry kommt ihm fast nicht hinterher. Ike aber immer noch auf der Suche, immer noch auf der Jagd. Ja, Hier sehen der wir will den Flank ordentlich was von machen. Xin Aber der Zhao. Aber German ist es wurde da, die E gecallt. connectet nicht und er Zhao wird ist wieder einfach da, ausgenommen. richtig. Die Ulti war gemisst. Die Vex kann keinen weiteren Reset bekommen. Ist aber jetzt der Free Baron da, Ja. der Das sieht ziemlich Into nach Jungler Claw. doch sein Leben gegeben Sieht hat. ziemlich nach Claw gewichtet aus hier. Aber vielleicht kommt ja der ein oder andere Fight noch, der vielleicht das Game ein bisschen verlängern Vielleicht wird oder sogar turnen wird. ein Stil von Syndra. Der Ja. Versuch war da. Aber da kann man gegen Smite relativ wenig unternehmen. Syndra auch von den Sticks, sogar dieses Game schlechter als im Game davor. Wie viele hat sie denn derzeit? Da müsste ich Derzeit extra sind wir gucken, wie du bei guckst. 82. Im Game davor waren wir jetzt schon bei 100. Ja, das stimmt. Da waren wir bei in Minute 17 ungefähr schon bei 82. Oh, schöne Ulti von Ja. Kesante, den Shaven mit in den Tower genommen. Mit dem Stopwatch hier wird sich noch ein bisschen Zeit erkauft, aber. Der Emilio Oh. Heal plus Goldrinker rettet ihn einfach und hier wird einfach Oh, wieder die Jinx geturnt. Ultimate. Und der Jinx Damage knallt hier ordentlich rein, macht alle weg. Ja. Dass dort der Jarvan überlebt hat, sehr impressive, ist auf jeden Fall dem Milio und dem Gordrinker zu verdanken. Ja, der Jhin, der wird hier jetzt einfach runtergerannt, aber er kommt gerade noch so in die Base. Da zündet der Olaf die Stopwatch, da er doch den vierten Schuss nicht abkriegen Ja, wollte. genauso wie Vex, die keine Lust hat, einen vierten Schuss ins Gesicht zu bekommen. Oh, da wurde die Nice. Jinx gehuckt. Nice. Ich glaube, Jetzt die ist können nicht natürlich enden. Intu am Die Drücker. können nicht enden. Oh, sehr nice gespielt. Sehr nice Saphir. Perfekt Time. Die Q connected noch, hole ich noch den Pyke ab. Aber für diese Das Shutdowns ist natürlich es nicht jetzt. worth. Es ist nicht worth gewesen. Sie haben ordentlich Dauer Das war jetzt. eingerissen, aber sie Richtig, haben das auch war jetzt. ordentlich Gold verloren. Das war jetzt natürlich auch sehr cocky, da so aggressiv vorne Ja. zu spielen. Sie hätten Alle werden viel low früher. geborgt. Ja, sie hätten viel früher die Situation verlassen können, aber. Das war sehr cocky von Bosse. Er hätte einfach Ja. den Tower zerstören können, anstatt die Tower zu ignorieren und hinten versuchen, jemanden in der Base zu töten. Er ist immer noch Jinx. Ein Turm, Trigger, das Game ist Sehr vorbei. interessant, dass hier gerade im Chat geschrieben wird. Ja, blame Bosse. Der Typ trollt. Bosse, was machst du nur, du kleiner Troller? Ich hab doch gesehen, wie du den Kennenminion gemisst hast. Nein, Spaß. Alles Pyke auch gut. schon, wie man im Chat sieht, in-game, bisschen getriggert. Er möchte, dass das Game jetzt vorbei Ja. ist.
denke, er hat auch vielleicht einen wichtigen Termin anstehen. Er hat ja gesagt, er muss los, also. Vielleicht ruft die Arbeit oder so und deswegen muss er früh schlafen gehen, was weiß Das ich. deswegen natürlich wahrscheinlich auch das Game jetzt schon in diese Uhrzeit. Ja. Oh, guter Es hängt, Damage von stimmt. Syndra auf Milio. Und Oh, Pike holt nice. sich den Kill ab. Wird natürlich dadurch auch gecatcht. Pike einfach zu squishy, Ja, um ob das jetzt irgendwas so in der Richtung worth zu war, überleben. das ist die Frage. Ja, hier wird Chin einfach. gecatcht von Sharvan. Bosse macht echt viel Damage mittlerweile. Das tut weh. Der Bosse hat auch, Olaf Bosse auch rennt in wieder die einen Battle Status rein. von 2,5 Item. Ja. Ja, hier wird jetzt einfach nur noch einer auf anderen geholt. Der Gesandte holt sich noch einen Gesandte. Gankill. Ja, der Gesandte Gesandte muss Ulti-Damage man ihm darf man lassen. nicht Er unterschätzen. spielt diesen Champion schon sehr clean. Seine Ulti sind sehr schön. Also das, was ich vom Cassandra gesehen habe, sah auf jeden Fall sehr schön aus. Hier geht aber der zweite Victory an die Claws. Es wird kein drittes Game zustande kommen. Schade, ich habe gedacht, es würde vielleicht ein bisschen knapper werden. Es sah in vielen Situationen sah es sehr gut aus, aber doch der Greed und der Overstep dann leider. Was dann von Claw natürlich wieder straight in ihrer Kombination ausgenutzt wurde und geturnt wurde. Also, ja. Gut, dann Das kommen stimmt, wir. das stimmt. Die Games sind durch, die Teams holen einmal tief Luft, überlegen sich, wer hochkommen möchte, wer möchte sich opfern für die Fragerunde. Ja, das ist die Frage. Bitte einmal, wer sich berufen fühlt, hier in den Call mit uns einzusteigen und ein bisschen über das Game zu reden. Der kann sich gern hier in den Talk bewegen. Vielen Dank. Von welchem Wenn Team? ich Wünsche äußern dürfte, hätte ich gerne von Claw den Supporter. Da sind mir, habe ich, hätte ich ein paar Fragen. Von Into werden wir den Supporter wahrscheinlich in dieser Situation nicht kriegen, da er ein Jahr los musste. Ja. Es wären aber die beiden wären gerade meine Favoriten aus beiden Teams. Ja, mit den Supportern kann man auch gut reden, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht bei Claw auch noch den ADC-Bosse einfach fragen, was war seine Idee gerade in dieser letzten Situation? Also, Eddie und Bosse wären bereit, die Botlane. Bosse ist jetzt auch schon da. Ja, haben wir doch unsere Wünsche erfüllt bekommen. Hallo. Perfekt. Hallo Ja, an euch. hallo. Eddie muss unmuted werden, das mache ich fix. Ja, okay. So, jetzt. Hallo. Boss, ich musste von Jawohl. Anfang an mal anmerken, du hattest diesmal keinen Ja, das habe ich extra für gesorgt, Internetausfall. tatsächlich, dass ich keinen Internetausfall kriege. Das ist tatsächlich durch eine physische Änderung geschehen, dass ich das nicht mehr, dass es nicht mehr Wow. passiert. Sehr nice. Gut gemacht. Das dürfte jetzt nicht mehr passieren. Okay, Hier, ja. gut. Ich würde dann einfach mal direkt mit der Fragerunde starten. Eddie, bei dir, die Exhausts waren in manchen Situationen doch sehr zögerlich gesetzt, wo man dachte, du könntest Bosse sogar retten. Ja, ich denke da auch direkt in der Situation, wo der Pike Bosse gehuckt hatte. Ich hätte echt unterschätzt, dass der mit seinem Hail of Blade so viel Damage machen konnte. Gebe ich dir absolut recht, also das Exhaust hätte kommen müssen. Hatten wir, glaube ich, in-game auch direkt gesagt gehabt. Aber ja, fürs nächste Mal. War tatsächlich jetzt nicht so oft, dass wir es gegen Pike gespielt hatten. War aber ein gutes Game, ein bisschen was zu lernen. Ja, ist doch schön. Ja. Bei euch auch so die Standard-Kombi mit Jinx, Milio. Sehr aggressiv, sehr defensiv, sehr Ja. situationsabhängig. Glaube, wir Ja. haben irgendwie 90% des True Cups nur Jinx, Milio gespielt. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ist nicht schwach, auf jeden Fall. Könnt natürlich auf jede Situation eingehen. Ihr habt eine aggressive Botlane wie Chin Pike gerade. Ihr könnt defensiv gehen, könnt aber auch schnell, sehr schnell turnen. Hat man natürlich gesehen. Ja. Vielleicht mal eine Frage an den Cars. Wie fandet ihr denn die Games überhaupt zu spectaten? Fandet ihr es eher schwierig, was zu sagen? Oder wie hat es euch denn gefallen? Es war sehr viel Action. Ja, das stimmt. Das war Dass auf man jeden Fall spannend. teilweise, dass man ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, man ist teilweise nicht schnell genug hinterherkommt, da doch sehr schnelle Fights sehr geturnt wurden. Sah Und natürlich sehr gut aus. Aber auch ein bisschen,
Schade zuzusehen, es war. Man hätte gerne mal gesehen, dass ihr doch auch einen abkriegt, dass einfach mal ein drittes Game entsteht. Ja. War natürlich dann von Intro doch ein bisschen in meinen vielen Situationen zu cocky, zu greedy rausgesteppt und von euch, von eurer Catch-Kombi einfach überfahren worden. Und da muss man sagen, Bosse, deine Ultis sitzen einfach. Ja, das habe ich auch im Midgame mal erwähnt, dass ich Bosses Ultimate sehr mag. Das stimmt. Auf jeden Fall. Manchmal ist auch auf mehreren Lanes auf einmal ziemlich viel passiert. Da konnte man jetzt nicht, ich habe keine fünf Augen so. Ich kann da nicht alles auf einmal zugucken. Aber ja, Ja. ansonsten war es ein ziemlich spannendes Game. Eher gesagt, ziemlich spannende Games sind ja zwei gewesen. Ja. Ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall auch für den Cast. Es war sehr freundlich, dass ihr das dann doch noch durch den interessanten Gegebenheiten doch noch geschafft habt, Ja, ich zu bin casten. tatsächlich 11 Minuten vorher bin ich dann doch noch da gewesen. Es hat sich Da dann doch noch bedanke ich mich auf ergeben. jeden Fall für. War auf jeden Fall schön. Ja, Das danke Ganze auch euch. nochmal später sich anschauen zu können. Und nee, ansonsten, jetzt steht das Finale noch an. Deshalb wollen wir natürlich auch gern gewinnen. Ja, das glaube Deswegen ich euch, dass ihr gewinnen haben wir wollt. unseren Win-Run beendet. Und wir wollen natürlich auch kein Game abgeben. Das ist der Plan. Ja, das ist klar. Das Die macht alles Ambitionen Sinn. stehen auf jeden Fall. Das absolut. Die Das Ambitionen absolut. stehen. Ja. Hey, ihr wolltet ja uns unbedingt beide haben. Habt ihr noch eine Frage an die Botlane? Was, also meine andere Frage wäre jetzt noch Bosse gewesen. Bosse, was war gerade im letzten Game am Ende? Anstatt zu beenden, noch das Game so potenziell zu flippen. Ja, ich wollte mal, Was ich hatte ja ging dir mal. durch den Kopf? Ich bin ja so ein bisschen der Gemobbte im Team, wenn ich keine Jinx spiele. Und ich wollte halt einfach mal speziell das Ganze auskosten, ein bisschen Spaß zu haben. Und dafür habe ich dann die Rückhandschelle bekommen, bin halt in die Base gehuckt worden und gestorben. Wir konnten das Game nicht beenden. Wir hätten das Game beenden können, ja. Aber es wäre halt einfach zu einfach gewesen. Ja, hier Also die kleine Beschwerde von Bosse hier, das Team zwingt ihn, gewaltsam Jinx zu picken. Sehr ja, interessant. es ist halt einfach wirklich ganz dünnes Eis bei meinem Team. Also ich werde halt immer nur geschlagen oder gefoltert, wenn ich gegen spiele. Ja, Also, wenn ich sagen, gegen du sagst, spiele, werde mein ich Boss, ne? vergöttert. Ich werde vergöttert. Also, Aber ansonsten du ist ein sagst, du schwieriges sagst, du bist Thema. das Opfer, du wirst gezwungen, als dachtest du, hast einmal Spaß und kriegst direkt vom Gegnerteam eine drüber. Richtig. Besser kann man es nicht formulieren, ja. Ja, ich kann auch. Drei Leute rennen Fountain und Bosse stirbt und Bosse ist schuld. Ja. Und Bosse stirbt und Bosse ist schuld. Ist das eine höhere Fügung? Will die Welt sagen, Bosse, du hast keine Rechte, lass es bleiben, Spaß gibt's für dich Bin nicht. Ingame Main, also das ist korrekt, ich habe keine richtig. Ja, und Ich Bosse meine, der darf Support hat sich auch nichts. verkauft. Ja, Bosse Okay. darf einfach nichts. Er darf nicht picken, was er will, er darf keinen Spaß haben, gar nichts. Sein Internet streikt auch schon, aber ich meine, das hat er anscheinend ja gefixt. Das heißt, hoffentlich bleibt es im Finale dann auch so. Ja, Das das ist der hoffen wir. Plan, auf jeden Fall. Das ist der Plan. Dann wären Ja, von mir die okay. Fragen wären eigentlich durch. Die Frage ist, Pascal, hast du noch eine Frage? Ja, ich hätte vielleicht noch die Frage, habt ihr schon am Anfang, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ihr die Sichten von den anderen Spielern habt, aber habt ihr von Anfang an eine derartige Comp geplant, die ihr dann auch die beiden Games relativ ähnlich durchgezogen habt? Ich würde sagen, ja. Also wenn wir halt wissen, dass wir Jinx Milio, also das war der Plan, wenn wir von Anfang an picken, dann muss halt drumherum gedraftet werden. Also irgendwas random auf den Lanes kann das halt nicht sein. Und wir hätten uns immer dazu entschieden, wenn jetzt zum Beispiel Steffen eher ein Supportive Jungler pickt, wie jetzt in den beiden Games, dann muss auf jeden Fall ein Carry auf Toplane her. Und ja, Mara macht eh immer einen guten Job mit Assassin-like Champions wie Ahri oder Vex, aber auch mit anderen Control Mages. Also genau, das war der Plan. Das ist Ja, ja okay. unsere Vorgehensweise, die wir standardmäßig benutzen, beziehungsweise am meisten gepracticed haben auch. Okay, Und also funktioniert halt meistens. meistens. Es ist halt schwer zu auszubannen, weil wir haben halt so viel Variation. Wir können halt denselben Gameplan in ganz viele verschiedene Comps umwandeln, also mit verschiedenen Champions, weil wir halt da relativ gut gewappnet sind. Also wir können halt dann. Ja. Auch wenn mal ein Champion gebannt werden sollte, der für die Comp essentiell ist, nehmen wir halt einen anderen, der halt dieselbe Aufgabe erfüllen kann. Und das funktioniert dann trotzdem. Das ist ein ganz gutes Stichwort, da hätte ich noch die Frage. War dieser Charwand Flash im zweiten Game
War das geplant? War das Fail? War das der Welcher? IQ-Move? Welcher Dass sie Summoner am Switch? Anfang, also kein Flash im Sinne vom Summoner Spell, sondern dass sie am Anfang des im Draft, dass sie Den den Champion einmal Jarvan kurz gehovert gezeigt. habt und dann aber kein Jungler in der First Rotation gepickt habt, um Weiß vielleicht ich das jetzt gerade Gegnerteam zu nicht aus dem baiten. Kopf. Das kann ich dir nicht mehr Okay. sagen. Ich glaube, das war einfach nur Hovern, dass man was pickt, weil man diskutiert ja auch während des Champ Selects und Ja. nicht, dass man irgendwas random pickt. Also, das ist ja immer Ja, wir hatten wichtig, glaube vielleicht ich. vermutet, dass es ein kleines Mindgame sein könnte. Ach Dass so, das hier, nee, so deep war das. das nicht gedacht. Okay. Okay, Ja. das sah nach Mindgames aus. Ihr wollt, dass Into den Charmen bannt, dass ihr einfach was anderes picken könnt, sie einen Bann verschwenden auf den Charmen, der euch eigentlich nicht interessiert. Oder einfach sagen, hey, wir nehmen Charmen, verpickt in uns rein, das interessiert uns nicht. Aber wenn ihr sagt, es war einfach nicht drüber nachgedacht, einfach gepickt. Ja, Okay, lassen wir schade. so Wir stehen. haben ziemlich darüber rumphilosophiert, was es sei, was es bedeuten könnte. Dann war das relativ useless, dass wir das gemacht haben. Schade. Ups. Ja. Ist aber fein. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Nächstes Mal schick mal einen Top-Lane, den wollen wir auch mal im Interview hören. Das kriegen wir bestimmt auch hin. Ja, Finale bekommt dann Jack das Interview. Ist gebongt. Gut, alles klar. Dann Jo. denke ich mal, dass wir uns wieder verabschieden. Jo, ich bedanke Wünsche euch mich noch einen bei schönen euch. Tag und Ja, danke, danke dass du euch da auch. warst. Euch auch. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, So, das bekommen ist die wir hier Frage. jemanden von Inturan, ist die große Frage. Ich sehe hier niemanden mehr in ihrem Channel. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch von denen Zeit hat, Lust hat. Ich weiß es nicht. Gut, wenn keiner mehr da ist, dann würde ich sagen, keiner mehr Lust, keiner mehr Zeit. Lassen wir mal so stehen. Vielleicht auch ein bisschen getiltet von den Games. Ich meine, sie haben zwei Games verloren. Sie waren eigentlich gut dabei, zeitweilig. Kam natürlich die dumme Situation, wo von Claw abused wurden, geturnt wurden. Man kann es ihnen nicht übel nehmen, wenn sie keine Lust mehr auf den Tor auf Fragen haben. Also mir wurde Jetzt hier kommt. gerade geschrieben von Marlon Sharpie, dass er könnte, auf jeden Genau, Fall. habe ich auch gerade gekriegt. Ja, also wenn du reinkommen willst, dann gerne. Ich weiß nicht, ob du hier in den Channel joinen kannst. Wenn nicht, dann Ja. geh bitte mal ein. Ah, okay, er ist schon hier. Okay. Du bist zu langsam, Pascal. Ja, ich hab durch den, durch dadurch, dass ich Stream anhab, kann ich keine Dingens hören. Keine Discord-Notifications. Deswegen höre ich auch nicht, wenn jemand in den Channel reinkommt. Hallo. Moin. Hört man mich? Ja, Ja. Pascal, ich lasse Ja, dir ja. diesmal den Vortritt. Du lässt mir diesmal den Vortritt. Okay, Richtig. dann frage ich dasselbe, was ich auch bei den Klaus gefragt habe. Wie ist eure Teamcom zustande gekommen? Habt ihr die vorher geplant oder ist das alles so spontan entstanden? Wir hatten schon eine Idee davon, wie wir spielen wollen. Also das war schon geplant. Ich wollte eigentlich, also der Djinn ist für uns insofern gar nicht schlecht, weil ich wollte ihn eigentlich sehr gerne auf Support spielen. Hat sich dann aber nicht so ganz ergeben. Genau. Aber ansonsten haben wir im Draft eigentlich so ziemlich das gekriegt, was wir wollten. Okay. Ja, Jhin-Pick. Auf jeden Fall sehr starker Pick, sehr aggressiv. Macht auch unglaublichen Damage derzeit. Also wirklich, das Stormraiser ist einfach ein disgustinges Item. Muss man dazu sagen. Ja, gefällt mir der Pick auf jeden Fall. Was können wir noch so fragen? Vielleicht hat ja hier Jens noch eine Frage. Du hieß doch Jens, oder? Es wäre jetzt Jawohl, peinlich, wenn ich genau. das vergessen hätte. Ja, Okay. nee, ist richtig. Ist richtig, ist richtig. Ich weiß es gerade nicht. Welche Rolle hattest du jetzt bei Intu? Support. Ach, du warst, genau, du warst es sofort. Bei eurer zweiten, der zweiten Runde war bei euch ja so. Euer Teamaufbau war ja deutlich schwieriger auszuspielen als dann doch bei Claw. Gerade mit Emilio, wo euch mit dem Engage abbricht. Also, not gonna lie. Ich bin mit unserem Draft auch im zweiten Game ziemlich happy. Also natürlich haben wir hier die Pressure, dass wir Early Ad kommen müssen. Aber I mean, eigentlich sollte das fein sein. Jeder Draft hat so seine Sachen. Der eine Draft will halt safe scalen und muss Early Game überleben und der andere Draft muss halt Early Game drüberfahren, so. Ja, hat man auch gesehen an dem Xin Zhao-Pick. Auch ziemlich Early Game Heavy Pick natürlich, ne? Ja, wobei der Pick war, to be honest, eigentlich einfach nur, weil unser Jungle Lust auf Xin Zhao hatte. Okay.
Ja. Okay. Aber also erstes Game war bei euch dann auch mehr auf. Also erstes Game sagt ihr, weil ihr mehr auf Scaling gerade mit der Passive Stack, Kindred stackt und Born ist einfach mit seinen Items ab Level 13 sehr stark. Ja, yeah, also im First Game haben wir halt Bot Save Prio und können halt mit On-Items scalen etc. Wir dürfen halt nur nicht dumme Sachen machen und dann sind wir mit der Combo eigentlich auch ziemlich fein. Also am Draft hat es halt nicht gelegen. Das muss man sagen, also ihr habt an sich gut runtergespielt, man hatte Lula ein paar Situationen gefühlt im Stream so ein bisschen zögerlich an manchen Situationen und dann an anderen Situationen dann doch zu greedy, was dann doch von Claw dann geturnt wurde. Not gonna lie, wir haben halt ein fettes Tempo-Problem gehabt, also unsere Situationen waren, oder unsere generell Rotationen waren halt viel auf Tempo. Gewisse Absprachen liefen oder wurden nicht so umgesetzt, wie sie gemacht wurden und so Geschichten. Also wir waren halt einfach generell heute nicht so sehr auf der gleichen Ansicht, also nicht so wirklich auf der same Page. So, das war einfach. Du sagst, Kommunikation war einfach ein bisschen problematisch jetzt in diesen zwei Games. Ja, today bei uns schon. Ja, ich weiß nicht, wo uns lag. Also ich meine, unser Top-Laner war auch vorher noch lange unterwegs und kam relativ erschöpft an. Ich meine, bei dem einen, der hatte eine super heiße Wohnung. Ich weiß nicht, wir hatten heute alle so unsere WWchen. Aber das soll auch gar keine Ausrede sein. Wir haben einfach heute schlecht performt. Und von daher ist das auch fein für uns. Ich finde es nur sehr schade, dass ich den Jhin-Support nicht gekriegt habe. Okay. Das ist natürlich dann unglücklich, gerade in so einem wichtigen Game, wenn dann einfach es nicht läuft, weil du sagst, ja, also, halt außenrum die Sachen. Also not gonna lie, so ein wichtiges Game ist jetzt wieder, das ist so ein innerer Drang von mir. Ich sag mal so, dieses Tournament, ich habe das Gefühl, dass, wie sage ich das jetzt am besten, Bosse, mein liebes Schnuckelputzi, nimmt das halt sehr, sehr ernst. Und dann habe ich so den Drang, von innen heraus so einen Gegenpol zu setzen. Einfach, weil es in der Realität so ist, dass es halt einfach intern auf diesem Server hier so ist und wir uns einfach intern ein bisschen clashen. Aber also für mich hat das keineswegs eine höhere Bedeutung als irgendwelche Scrim Games oder so. Von daher, deswegen. Also ihr geht relativ locker an die Games ran. Exactly, ja. Also. Okay. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Für uns ist da halt kein Druck und das hat man vielleicht auch schon in unserer Gruppenphase gesehen. Wir hatten ein Game gemacht, wo wir einfach wild unterschiedliche Sachen ausprobiert haben. Dann haben wir ein Game, meine ich, gehabt, wo wir actually mal tryhard richtig gedraftet haben. Da sind wir dann auch ganz schön über die Gegner drüber gefahren. Also, es ist halt so ein bisschen, ich sag mal, unsere Spielwiese. Probieren, was geht, sagt ihr. Exakt, genau. Einfach ausprobieren, das Ganze nutzen, um halt vielleicht auch Erfahrungen zu sammeln. Also, die Spiele hier sind halt nicht wichtig, so. Die Spiele im Split sind halt viel, viel wichtiger. Also, die Priorität liegt quasi woanders. Halt, ja, klar, absolut. Okay, dann, Pascal, hast du noch Fragen? Ne, ich denke, es hat sich so ziemlich alles geklärt eigentlich. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns, dass du noch da warst, nachdem jo, alle anderen bei dir gegangen sind. Ach so, ja, wir hatten schon Verabschiedung gemacht. Wir wussten jetzt nicht, ob noch Interviews stattfinden sollen oder nicht. Deswegen wir uns schon alle freundlich verabschiedet und sind in den Nachmittag. Okay, also kein Tilt, weil ihr verloren habt oder sonst die okay, jetzt. Okay, ja, das ist dann fein. Not really, nee. Also, wir dachten so alle so schnell raus, hier keine Lust mehr. Genau, alle weg, keine willkommen, die haben keinen Bock mehr. Nö, damit hatte das jetzt wenig zu tun. Okay. Ja, dann bedanke ich mich, dass du noch da warst. Jo. Ja, ich bedanke mich auch. Man hört sich. Bis dann, bye bye. Ciao. Tschüss. Würde so. Ich auch sagen, wir bedanken uns an unsere Zuschauer. Warte mal einen Moment, wir wurden hier gerade, also es ist schon ein bisschen länger, ja, aber ich habe es jetzt erst gesehen, wir wurden hier gerade von Lara gefragt, ob wir maybe ihr Kalibrierungsgame noch spectaten wollen im Stream. Ihr Kalibrierung, ach. Ja, weil was ganz funny ist, die sind jetzt tatsächlich gegen den
gegen den Substitute von den Claws angetreten. Das ist Substitute von den Claws? Ja, die sind gegeneinander im Game, in der Kali. Dann schalten wir doch mal direkt live ziemlich, rüber. Ziemlich witzig. Wer noch im Stream dabei ist, wir schalten rüber. Ja, es ist gerade, glaube ich, Minute 10 mittlerweile schon. Minute 13 sogar. Ich weiß nicht genau, ob wir von vorne anfangen sollen oder ob das alles... Ich kann leider nur nicht. Claw Bosse spectated auch schon, deswegen bin ich einfach über den gejoint jetzt hier. Okay. So, kann Moment. Aber nicht über dich joinen. Einen Moment, ich bin ja auch noch nicht ganz drin, oder? So. Jetzt bin ich drin. Ich muss hier kurz nochmal eine Vorkehrung treffen, damit man auch alles sehen kann. Wir befinden uns leider auch schon in Minute 8. Ich kann auch nicht weiter zurückspulen als Minute 8 im Spectator hier. Das ist schade. Du wirst das dann einmal kurz im Discord und Streamern machen, dass ich dabei dir zugucken kann, weil ich kann nicht joinen. Er lässt mich nicht. So. Dann rushen wir mal in den Aufbau. Xin Zhao mit Eclipse. Finde ich eine interessante Variante. Hier. Warum auch immer. Ich sehe gerade das Bild im Stream gefreezed. Ich habe sich kurz angeschaut, warum das Ganze passiert. Der Schuk. Ich weiß nicht genau, was hier gerade geschieht. Aber das Bild im Stream wird nicht gezeigt. Es wird kurz von mir gefixt. Ich weiß nicht genau, was hier das Problem ist. Technische Probleme. Ja, vorher ging es ja auch. Ich bin überfragt. Ich bin überfragt. So. Moment. Kann jetzt auch leider nicht helfen. Ich verstehe es nicht, warum. Normalerweise sollte das nicht funktionieren. Ich kann maximal ohne Bild anfangen zu kommentieren. Ja, das ist aber, glaube ich, nicht so. Nicht so. Es bringt nur leider nicht viel, wenn man kein Bild dazu hat. Mhm. League als Hörspiel ist so. Man kann den Client sehen, aber das Game nicht. Interessant, warum das Ganze jetzt so. Der Stream ist komplett blau. Ja, das ist auch das Standard-Hintergrundbild von der Szene. Und wenn ich aber hier aufs LOL in-game umschalten möchte, funktioniert das. Warum auch immer nicht. Laut meinem OBS ist das Fenster not available. Also ich bekomme das hier rot angezeigt, wenn ich da... Okay. Ich würde kurz versuchen zu rejoinen. Dass wir hier alles nochmal unter einen Hut bekommen. Es ist ein bisschen unlackiert, es ist genau jetzt so passiert. Aber anscheinend ist da irgendeine Sache mitten des Fensters passiert. Dass es nicht von OBS als Fenster connected wird. Warum auch immer. Ich sehr unlucky natürlich, verpassen wir natürlich doch schon das Kalibrierungsgame. Ich weiß gar nicht, Kalibrierungsgame ist auch ein Two-Game oder ein One-Game? One-Game-Standard auf jeden Fall. Es wäre ein bisschen schade, wenn wir das jetzt ganz verpassen würden, dieses eine Game. Das wäre es natürlich sehr. Die Tabelle hilft uns hier beim Kalibrierungsgame jetzt auch nicht wirklich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich kenne einen Spieler von den
Von dem einen Team sogar. Stream läuft auf jeden Fall. Du müsstest für mich nochmal den anderen aktivieren. Alles klar, werde ich gleich machen. So. Warum auch immer, ich habe jetzt. Ich habe jetzt hier diesen einen Client nicht an und es funktioniert trotzdem. Das ist interessant. Ich würde mal sagen, Spaghetti Code on its best. Spaghetti Code on its best, ja. Okay, dann können wir doch mal anfangen. Wie sieht's denn aus? Es ist noch sehr ausgeglichen dafür, dass wir Minute 13 haben. Ja, das stimmt. Wir haben nicht so viel verfasst. Tatsächlich, das ist doch lucky. Wie ist denn nur die Verteilung? Es ist deutlich mehr Action vom K1, also K1-Jungler. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Er steht 4-0. Es fokussiert sich doch alles bei ihm auf sich. Kann natürlich dann mit seinem Feed die Lanes deutlich besser unterstützen als Jungler. Der Amumu auch mit unterwegs, natürlich eher gerade auf der Leidens-Seite. Habt den Herald vorhin gesteelt bekommen? Das ist unglaublich, ich kenne den Jungler von K1 tatsächlich. Wow. Funny. Wow. Interessant. Das ist witzig. In League of Legends findet man die verschiedensten Menschen wieder. Jinx Ulti geht ins Leere, die Trades waren da. Interessant, ich hab kurz. Ich wollte das kurz fact-checken, aber ich hab dann auf League of Graphs nachgeguckt. Ich kenne die Person tatsächlich. Ich kenne auch den Midlaner. Den Midlaner kenne ich auch. Toplane die Trades, Ornn einfach dominant mit seinem W-Damage. Poppy kann einmal mit ihrer W selber blocken in Engage, aber Ornn hat doch die geringeren Cooldowns. Toplane auch starke Trades. Derzeit K1 am Drücker auf nahezu allen Lanes. Midlane doch relativ even. Taliert im leichten Vorteil. Akali aber trotz Melee gegen Range im Farmvorteil. Das stimmt. Hier auch. Der Xin hat sich ordentlich die Kills angeeignet mittlerweile schon. Natürlich auch ziemlich Early Game stronger Champion, ne? Xin Sau haut im Early Game ordentlich drauf. Das ist. Natürlich auch mit dem Eclipse-Build. Sehr aggressiv, sehr damage-lastig. Kann ihn im Late aber auch genauso schnell den Kopf kosten, weil er einfach keine Tankiness mitbringt. Ich freue mich hier auch actually in Aphelios zu sehen. Aphelios ist ja, zumindest was AD Carry anbelangt, mein Main Champion. Wir sehen hier einen Swap von Mitte und. Okay, wir haben bei K1 einen kompletten Swap. Die Botlane ist auf die Top gegangen, der Toplaner ist auf die Mitte und der Midlaner ist auf die Bot. Sie haben einmal komplett geschoben. Das ist interessant. Sie wollen anscheinend mehr in den Aphelios funneln. Toplane kriegt ja den Turm gegen die Poppy. Hier wird jetzt auch gleich gedived. Poppy noch am Turm. Turm fällt. Konnte sich retten, indem sie Xilzau und Thresh einfach aus dem Weg schleudert. Akali kriegt den Botlane-Turm. Talia versucht zu verteidigen. Aber hier kommt Akali. Das scheint auf jeden Fall so, als sei der Swap keine schlechte Entscheidung gewesen. Die Talia wird sie haben dadurch auf jeden Fall. Interessant. Tu hatte dadurch den Nachteil. Sie mussten hinterher roamen und hatten einfach die Verzögerung. Und Botlane haben einfach gesehen, Akali zeigt doch die Akali-Skills. Ich habe eine Ulti, das reicht. Aber hier sehen wir, Xilzau ist einfach zu squishy. Er hält es nicht aus, kriegt den Damage nicht durch gegen eine Lulu und Namu mit der Ulti. Und platzt dann doch an der Jinx. Aber man sieht alles in League of Legends. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zwei Spieler von K1 kennen würde. Aber anscheinend interessant. Auch interessant, das mal zu sehen. Zufälle gibt es immer wieder. Ich war wirklich erstaunt gerade. Also ich habe diesen Namen vom Jungler gesehen, danach habe ich mir so, warte mal.
Kenne ich doch irgendwo, ja. Lass mich das kurz wegchecken und dann habe ich nachgeschaut und tatsächlich. K1 wieder sehr am Pressuren, sie gehen für den Drake. Der Shutdown von Xin auch für die Jinx war natürlich gut. Das bringt die Jinx wieder ran, aber Felix hat immer noch den Farm-Lead. Ist dadurch ausgeglichen. Frage ist, ob man es weiter verarbeiten kann, aber derzeit leider doch K1 am Drücker. Mhm. Hier wird einmal K1 schön von der Talia Ulti gezoned, damit sie den Herald machen können. Aber der Damage fehlt. Sie sind einfach zu langsam. K1 kann trotzdem weiter connecten. Xensor wird rausgepickt. Low gepoked. Da steht die Poppy zu weit vorne alleine. Ja. Den Herald habe ich jetzt leider gerade nicht gesehen, wer den Herald gekriegt hat. Oh mein Gott, der Damage gerade auf. Drew hat doch den Herald gekriegt, aber dafür die Hälfte ihres Teams verloren. Ja, das ist ein Payoff, den sie dafür zahlen müssen. Hier kommt die Jinx Ulti, connected und secured den Kill. Trashhook landet dann leider auch auf Talia. Kann Aphelios rankommen? Ja, Aphelios flasht der aggressiv nach vorne und holt sich den Kill. Aphelios derzeit auch ziemlich stark. Ein kleiner Stormraiser-Abuser. Dazu noch. Das Item macht natürlich. Es ist stark, das Item macht, aber wie gesagt, halt auch viele andere ADCs auch wieder deutlich mehr spielbar. Ja. Der Gold-Lead hält sich in Grenzen. 2000 Gold. Nicht spürbar. Natürlich auf K1 ein bisschen besser verteilt als auf. Ja, True. Ja. Aber bis jetzt kann man derzeit noch nicht allzu viel über das Game urteilen. K1 hat natürlich drei Drakes. Es kann sich noch in jede Richtung orientieren. Ich tendiere aber dazu, wenn das Game lange geht, dass K1 besser am Drücker ist, weil sie einfach Dings in den Sau haben. Sie haben die Akalis, sie haben den Aphelios. Und in Kombination mit den Orn-Items haben sie einfach die bessere Scale, die bessere Scaling. Mhm. Ja, Kali versucht hier einen kleinen Play zu machen, wird aber von mehreren Leuten gecatcht. Die Amumu Q wurde leider ein wenig misstimed und die Akali kann deswegen escapen. Schön gespielt von Akali, aber hier ist jetzt klar, hey, es sind Jungler von True ist auf der Botlane. Einfach wir nehmen jetzt den Baron. Poppy kann mit ihr holt zwei Leute raus sonnen. Versucht hier den Baron zu unterbinden. Wird es aber, glaube ich, auf längere Sicht nicht schaffen. Sau ist einfach da, hat den Smite, kann einfach weiter beenden. Du holst dich natürlich dafür unten die komplette Botlane T1, T2, vielleicht sogar noch ein Charge in den T3. Ja, das. Oh, bis jetzt sieht das sehr gut aus. Vielleicht wird er noch getötet. Ah, sehr, sehr knapp. Im Charge, mitten im Charge. Connected. Das Geld, was K1 durch den Baron gekriegt hat, Stürm wieder ausgeglichen mit zwei Türmen. Mhm. Dadurch keine Veränderung im Gesamten. Der Goldlead bleibt erstmal steady. Für K1. Ein wenig mehr Gold. Ungefähr bei 2200. Der wird jetzt ein wenig ausgebaut, vielleicht. Natürlich K1 mit dem Baron Buff jetzt am Drücker an den Türmen. Versuchen hier jetzt die Midlane einzureißen, damit sie die Map öffnen können. Lulu wird stark gepokt. Tower fällt. Ja. Das ist richtig. Der Tower fällt auf jeden Fall. Hier wird jetzt dadurch, dass die Mitte offen ist, auch der Jungle invaded. Kriegt den Jungle nicht. Flash sucht nach der Möglichkeit einzuholen. Engagement. Akali kommt von der Seite, will flanken, wird aber von Mamumu bereits erwartet. Ja, und die kann da relativ wenig machen, wenn da so ein kleiner Amumu hier drin steht und sie disable. K1 pusht weiter, nutzt den Baron, nimmt den Jungler, hier wird der Jungler aber dann doch gecatcht.
kann mit seinem Ulti viel Damage blocken. Nicht. Oh, die Jinx Ultimate hat aber ganze Arbeit geleistet, um den Jungler zu schützen. Schöne Flash. Der Akali ist ja ein wenig zu weit nach vorne. Gesteppt. Der Ohren Damage ist nicht schlecht, aber True gewinnt hier den Fight. Holt sich Jinx ein wird, wenig wurde natürlich zurück. Jinx wurde natürlich durch Jinx den Sau-Kill getriggert und Jinx mit ihren Passiven ist dann doch sehr unangenehm. Ziemlich interessant finde ich die Bounties, die auf der Seite von True sind, obwohl sie nur ungefähr 1200 Gold hinten liegen. Das ist ziemlich interessant. Habe ich auch so noch nicht oft gesehen. Jinx hat hier jetzt gerade aus dieser Aktion 2 Kills rausgezogen, hat sich die Shutdowns gegönnt. Ja, und der Bounty ist eigentlich gerechtfertigt. Das Bounty ist big, auf jeden Fall. Es wird sich hier geholt. Hier wird sich sogar noch von der Poppy der Midlane Tower geholt. Ja. Die haben also auf jeden Fall ordentlich was gerade. True baut auf jeden Fall gerade Pressure auf. Ja, das K1 hat überstepped. Even gemacht. Genau, K1 hat überstepped, wurde von True geturnt und jetzt sind sie am Drücker. Die Frage ist nur, können sie den Drücker aufrechterhalten oder. Ja, das ist die Frage. Wenn natürlich hier K1 auch noch einmal einen Drake securen kann, haben sie auch die Soul sicher für sich. Ist natürlich auch noch gerade die Mountain Soul, macht sie natürlich sehr tanky. Gibt dem Xizau, der auf Full Damage baut, natürlich eine gewisse Überlebenschance, noch was zu reißen. Akali natürlich auch sehr unangenehm, wenn sie einfach mehr aushält und nicht sofort platzt. Ornn ist natürlich jetzt auch Level 13, geht jetzt auf Level 14. Die ersten Items rollen ins Game. Ist natürlich auch nochmal ein harter Damage Boost für K1. K1 hält auch die Pressure weiter aufrecht. Sie wollen weiter pushen. Ja. Das ist True. Haha, witzig, das ist True. K1 und True sind relativ even derzeit. Wie gesagt, durch diesen einen Fight haben sie sich ordentlich was an Gold zurückgeholt. Aber die drei Drakes sind natürlich auf der Seite von K1. Daran sind sie ahead. Ein Drake noch und das ist die Soul. Auf jeden Fall big. Richtig. Big für K1. Richtig. Tower sind sie auch. Beide Teams even. Ziemlich spannendes Game tatsächlich. Also es kann noch alles passieren. Richtig. K1 hat natürlich den Vorteil, die Konzentration vom Geld und vom Carry ist gerade auf der Jinx. Wenn die Jinx aus diesem Fight rausgenommen wird, fehlt True der Damage. Was wir auch schon zuvor gesehen haben. K1 hat mehr Damage. Wenn sie diesen durchkriegen, da sie den Carry rausnehmen bei True, haben sie den Vorteil in den Fights. Ja, das stimmt. Natürlich hier Lara steht hier auch ziemlich krass da mit ihrem 500er Shutdown, was ziemlich big ist. Wenn sich das vielleicht der Aphelios gewähren kann, wäre das auf jeden Fall ziemlich schmerzhaft für True. Es muss nicht mal der Aphelios sein, es kann auch Xin oder Akali sein. Stimmt allerdings. K1 spielt Aphelios, mit 3 Carries. Ja, aber auf dem Aphelios, das denke wir nicht ich, vergessen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr useful. Hier wird Talia gecatcht, zu weit draußen, keine Vision. Und, das wird passiert. Anscheinend wurde hier Midlane hat jemand disconnected, ja. Die Akali hat anscheinend ein DC. Warum auch immer, man weiß es nicht, genau. Irgendwas scheint passiert zu sein. Es ist, glaube ich, kein Tilt, weil die chillt einfach nur auf der Botlane. Ich habe das Gefühl, es muss immer in einem Team, hat immer einer Probleme. Ja, das stimmt. Ist irgendwie die Meta. I mean, im letzten Game im True Cup war es noch bearable. Da ist nichts Großes passiert. Der eine Anzeigebug, glaube ich. Ich denke mal, dass es ein Anzeigebug war auf Seiten von der Syndra. Aber sonst ist da nichts passiert diesmal. Bosse hat sein Internet gefixt bekommen. Sehr bis nice. Bis zum nächsten Bosse. Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt geht's hier aber weiter. Das ist doch nice. Okay, anscheinend wieder gefixt. Kleines Standbild aufgrund der Pause. Wir kennen es schon zu gut. Spectator, einfach immer wieder schön. Das wird jetzt noch ein paar Sekunden andauern, aber dann sollte es sich eigentlich lösen. Wie ich sehe, haben wir wieder mehr Zuschauer gewonnen. Ja, ich weiß nicht. Die Zahlen steigen.
Aber falls sich irgendjemand berufen fühlt, den Titel zu ändern, vielen Dank, falls ihr das machen könntet. Ich sehe einfach wieder das Prinzip von, keiner interessiert sich für Games, die in hoher Elo gespielt werden. Wir wollen das Low-Elo-Gekloppe haben. Wir wollen das Low-Elo-Gekloppe. Ja, so unglaubliches Gekloppe ist hier jetzt auch nicht abgegangen, muss man sagen. Also es sind noch nicht so viele Kills gefallen. Hier versucht sich... So, wir haben K-1. Auch die erste... Wir haben die erste Aufrüstung auf Ophelios, auf seinem Infinity. Ist natürlich ein enormer Boost. Da wird doch noch deutlich mehr Damage vom Ophelios reingescheppert. Ja, auch wieder am Drücker. Oh, Sie wissen, Amumu ist knapp. Nicht in der Nähe. Das war knapp. Ihr Schloss, den Baron zu machen. Mit der Jinx Ultimate war das ziemlich knapp, aber die wurde dann doch noch abgeblockt. Wie wir sehen können, das Infinity Edge hat 100 AD durch den Buff, durch den Ornbuff. Critical Strike Damage und Critical Strike Chance werden natürlich nicht gebufft, das wäre ziemlich broken. Aber ja, 20 AD sind 20 AD, so. Ich würde mich nicht beschweren. Ist natürlich dafür, dass du Full Build bist, nachher 20 AD mehr als dein Gegenüber hat. 20 AD sind 20 AD, das stimmt. Wir sehen aber wieder das Prinzip, wir sehen aber gerade leider das Problem. K1 ist wieder am Drücker. Das, was, wie sich Drew zurückgekämpft hatte, ausgeglichen hatte, wird jetzt dann doch wieder liegen gelassen. Der komplette Jungler, Jungle von K1 geklärt. Amu dreht hier seine Runden. Sucht nach seinen Camps, findet aber nichts. Ja, das stimmt allerdings. Hier geht jetzt vielleicht, bahnt sich ein kleiner Fight im Jungle zusammen. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Aber hier wird auf jeden Fall... Ich sehe alle Moven Richtung Drake. Ist nur gerade fragwürdig, wieso sich dieser Fight anbahnt. Natürlich, der Drake ist gerade ab, aber ja. K1 hat den Baron. Sie können einfach pushen. Dieser Drake ist für sie die Soul, für Drew hat dieser Drake, hat dieser Drake was zu bedeuten. Für sie selber hat dieser Drake nicht so viel zu bedeuten. Sie verlieren so jetzt ihren Baron-Buff. Ja, und jetzt bahnt sich hier der Fight zusammen. Die Ohren-Ulti kann nicht reaktiviert werden durch den CC vom Amumu. Blue ADC Akali. Tot, Akali volle Arbeit geleistet, ja. Den ADC einfach aus dem Leben deleted. Der Fight sieht sehr gut aus für K1. Wir sehen die Problematik, es fehlt der Damage. Thalia kann ja auch nicht mehr viel machen, das wird sogar noch gecatcht. Schöne Orn-E, bisschen da gerade rumgeschoben worden von der Wand, das sah sehr komisch aus. Aber ich denke, die werden sich jetzt hier einfach gewehrt, oder? Knapp. Die Minions haben ihn dann doch noch getötet. Ich wollte gerade sagen, die Q ging daneben, aber die Minions haben dann doch ihren Job knapp. Getan. Das wäre sehr, sehr schön gewesen, wäre die Akali dann noch gestorben, aber da konnte man wenig machen. Der Goldlied wird hier jetzt wieder ausgebaut von K1. Wir wissen und nicht genau, ob Trui das noch turnen kann. Aber es wird natürlich jetzt die Mittel. Die lassen den Inhib stehen, einfach um die Pressure aufrechtzuerhalten. Sie sagen noch, der Inhib ist zu früh, wir müssen erst die Sidelines reinkriegen. Ja, ist auf jeden Fall eine Entscheidung. Nicht unbedingt bad. Richtig, Ornn jetzt auch Level 15. Er wird wahrscheinlich, er hat auch schon Sensor aufgerüstet. Ja. Das Game kippt leider doch immer weiter in Favor für K1. Sie sind am Drücker, die Orn-Items helfen dem Drücker einfach noch weiter hinterher. Ja, Akali, schon stark genug, die Jinx einfach rauszunehmen, wie wir gerade im Fight schon gesehen haben. Ja, die Jinx, die wurde auch nicht debietet, das stimmt. Was ein kleines Fragezeichen hier ist, auf Seiten von Jinx, warum die Rapid Fire kennen und nicht des Runans? Ich tippe mal, um Distanz zu generieren. Ja, schon klar, aber ich weiß ja nicht. Ich hätte eher auf Runans gespielt, weil Runans dann doch sehr stark ist auf Jinx. Da sie auch eigentlich ein Front-to-Back-Team hat und würde Runans Sinn ergeben, ich tippe aber einfach, der Runans-Fog ist einfach nur dazu da, um Distanz zu kreieren, um potenziell vielleicht auf die lange Range jemand mitzupoken, einen Assist zu kriegen und die Passive zu proken. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich hätte Runans gebaut in der Situation, aber ich weiß ja nicht, ob das jetzt noch mehr Fort hat als gedacht. Aber ja. Wie wir sehen hier wurde ein Lifesteal-Item von Aphelios angefangen. Das wird entweder der Sheeper oder das BT werden. Ich glaube, ich tippe eher auf BT.
Es wird relativ sicher, Shieldbow ist derzeit sehr schlecht. Shieldbow hat nicht so gut. Also das Shieldbow hat durch die Änderung doch sehr stark gelitten. Ja, I mean, das Schild ist auf höchstem Level Scaling gerade mal 500 und es ist eigentlich ziemlich moderat nur. Es ist nicht so stark, das Item gibt auch nur 50 AD. Nicht sonderlich richtig, dann strong. Nimmt man doch lieber Blutdürst damit. Er gibt Bonus-Damage, solange du, ich weiß gar nicht, über 70% heftiges, bist. Unglaublich heftiges Level-Scaling hat dieses Item auch. Also später bekommst du 40 AD einfach. Also ist komplett insane. Dann doch deutlich, doch deutlich stärker. Sie haben den Spike, sie nehmen den Power und sie bauen es weiter aus. Aphelios ist aber doch auf der defensiven Seite, hat einen Stopwatch gekauft. Wird vielleicht das Guardians werden? Wird für das GA gehen wahrscheinlich. Also wir sehen hier auch die kleine Cloth Armor. Ich denke, das ist relativ sicher das GA. Da wird natürlich auch die One-Shot-Gefahr beseitigt. Ja, aber wobei eigentlich gar nicht in Gefahr ist, geone-shotet zu werden. Ja, das stimmt allerdings. Die einzige Möglichkeit ist die Talia. Die dann die doch Talia sollte doch von der Frontline mit dem Ohren, der doch sehr dick ist, einfach gar nicht nach hinten kommen. Hier wird natürlich jetzt gecatcht. Aber der tankt einfach viel zu viel. Er stoppt kein Damage. Richtig. Auf der Botlane. Auf der Sidelane. Wenn deine Toplaner ein paar Trades reinbekommt, kann die Poppy relativ wenig machen. Der Ornn Max Health Damage ist einfach zu dick. Und die hat auch viel zu viel Armor, als dass sie irgendwas gegen den Ornn zu melden hätte. Wir sehen aber auf beiden Teams kein Radiant. Na, das ist interessant. Die Tanks möchten nicht für das Team spielen. Ja, habe ich das Gefühl. Ich hätte auch eher erwartet, dass hier vor allem dieser Teamcomp vielleicht so ein kleines Radiant Virtue auf dem Ohren rauskommt. Steel kommt, Steel sitzt. Das ist sehr schön. Auch das Objective Bounty. Schöner Steel, schön reingehobt, gesteelt und clean wieder rausgeflasht. Wenn wir auf das Gold schauen, der Gold Lead ist auch ein bisschen zurückgegangen von K1. Also es wurde sich hier auch gerade das Bounty geholt. Natürlich jetzt durch den Baron. Durch den Baron wird hier jetzt auch vielleicht nochmal ein bisschen Gold sich zurückgeholt. Wird True diese Chance mit dem Baron nutzen, während sie aus ihrer Base rauspushen? Wir wissen oder bleiben, sie doch zügerlich? Poppy versucht den Ornn zu catchen. Aber der Ornn macht einfach zu viel Damage. Tanky. Ornn einfach zu tanky, dass Poppy Damage macht und Ornn natürlich auch der W, prozentualer Damage. Der kloppt da auf seinen Brittle Stack drauf und dann... okay. Und dann kommt der Damage rein. Hier wurde gerade erneut pausiert. A summoner has disconnected. Ja, wir werden hier warten, bis der Spieler, der disconnect ist, erneut gejoint ist. Was auch immer da gerade abgeht. Kleine Unterbrechung. Ich muss aber immer noch sagen, True hat diese Fights, sie haben diese Chancen zurückzukommen, aber sie nutzen es nicht. Sie sind zu zögerlich. Sie müssen an den Drücker kommen. Ja, sie müssen sich ein bisschen nach vorne preschen, um auch mal ein Goldlied aufbauen zu können. Richtig. Ich würde mir auch von dem Amu lieber ein Radiant wünschen, weil ja, er hat die Ulti für den Gank, kann ihn healen. I mean, würde seine Backline mehr bringen als... Er hat ja schon das sehr, sehr supportive Abyssal Mask gebaut, ne? Richtig. Was ja auch eher so in die Support-Item-Richtung geht. Er ist natürlich ein Tank, aber er sollte natürlich nicht allzu viel Solo machen, deswegen würde ich ja auch eher das Radiant Virtue sehen. Sehr starkes Item der Zeit. Genau dasselbe System sehe ich aber auch auf dem Ohren. Ja, das stimmt. Er hat auch das Abyssal Mask, sehr supportive, aber auch die Shaxxu. Bei Ohren kann ich es noch verstehen, er ist die einzige Frontline. Trash ist nur so halb die Frontline, nur halb mit dabei. Trash doch deutlich squishiger als eine Poppy. Und der Xin Zhao hat nicht Bruiser-lastig genug gebaut. Richtig, Frontline darzustellen. Richtig, dazu hat natürlich True auch noch die Lulu mit dem Schild, mit der Ulti. Die könnten doch mehr auf Damage und vielleicht mehr auf Support für die Jinx noch gehen, gerade mit den Heals.
durch Radiant. Das stimmt. Talia hat auch gut. Die haben auf jeden Fall. Drew hat auf jeden Fall sehr gutes Peeling in ihrem Team. Richtig. Für die Jinx. Da kommt ihr Standbild. Ja, das ist das altbekannte Disconnect-Standbild. Also das Standbild nach dem Disconnect. Ich muss dich ganz kurz allein lassen, bei mir klingelt gerade das Telefon. Das ist ein bisschen unlucky. Ich werde natürlich ein wenig fortfahren, bis du wieder da bist. So. Wir sehen hier, K1 hat resettet. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich sehe hier vielleicht, dass sich bald im Jungle hier ein kleiner Catch anbahnt. Der Amumu wurde gesichtet. Er klärt hier ein wenig Vision, aber ich glaube, er wird jetzt. Ah, nee, doch nicht. Sie wollen nicht. Sie wollen nicht genug. Aber im Jungle bahnt sich hier dann doch der Fight zusammen. Der Fresh versucht hier ein bisschen nach vorne zu steppen, ein bisschen zu zoomen, vielleicht den ein oder anderen Hook zu landen für den Catch. Die fighten sehr um den Elder Drake. Die wird auf jeden Fall gleich ein Fight sich zusammenbahnen. Die Poppy kommt mit dem TP rein, sehr wichtig. Ohne die Poppy können sie diesen Fight nicht gewinnen. Die springt hier auch dann direkt rein. Die Stopwatch von dem Aphelos ist bereits raus. Die Ornulti sitzt auf 4 Mann. Die haut ordentlich rein. Der Aphelios mit der blauen Ultimate haut auch nochmal auf 3 Mann drauf. Das tut auch nicht weh. True Jungler wird hier jetzt getötet. Der Fresh Hook sitzt und der Follow-up von den Teammates secured sich hier das Ace. Das flawless Ace ohne einen einzigen Tod. Perfekt. Perfekt gespielt von Ornn. Ich konnte den Fight noch beobachten. Ja, wir haben hier einfach das Prinzip gesehen von, es fehlt doch der Damage einfach auf Zeiten Truths. Sie kriegen keinen Tod. Aber auch sehr gut gespielt mit der 4-Mann-Ult vom Ornn und der 3-Mann-Ult vom Aphelios. Sehr schön, das, ja. Aber einfach das große Problem. Es fehlt der Damage. Ja, sie haben eine Namumu, sie haben eine Poppy, sie sind tanky mit der Lulu. Aber der Damage kommt nur von 2 Mann. Ja. Kommen nicht mit dem Damage durch. Die Akali stand dann einfach in der Backline drin, hat alles deleted und dann war der Fight schon so ziemlich gewonnen. Ja, dann war es dann doch noch ein schneller Cast drüber. Ja, es war auf jeden Fall ein spannendes Game zuweilen. Ja, kann man nicht sagen. Wir sehen hier, Top-Damage im Game hat die Akali gemacht. Also das sehen wir nicht mehr, aber ich kann es euch verraten. Top-Damage im Game war die Akali. Ja, kann man gut nachvollziehen. Die hat ordentlich oft in der Backline gestanden. Richtig. Hat ein bisschen Damage rausgehauen. Was heißt ein bisschen Damage? Ziemlich viel Damage rausgehauen. Akali macht ja auch echt sehr, sehr viel Damage, wenn die einmal in deinem AD Carry drin steht. Da gibt es keine Hoffnung mehr. Damage war aber auf beiden Seiten sehr mangelhaft. K1 natürlich. Noch den Vorteil, dass sie mit 3 Carries gespielt haben gegen True mit 2 Carries. Mhm. Hat man da doch auch leicht auch gesehen. Die Fights haben sehr lange gedauert, bis dann doch mal Damage kam. Das stimmt aber allerdings. Dann doch langsam sicher die Überwiegung für K1, weil sie einfach den einen Damage-Dealer mehr haben als True. Ja. Wir haben hier dann doch noch actually unser drittes Game bekommen. Zwar nicht im True Cup, aber ein Kalibrierungsgame von Tui. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier 2 Leute wiedersehe, die ich sogar kenne. Interessant. Sehr, sehr interessant. Dass sich auch Len und Tui einfach treffen. Ziemlich random. Ziemlich interessant. Nices Game war das auch. Am Anfang ein bisschen ausgeglichener, später hat sich dann K1 den Lead geholt. Ja. Richtig. Ich glaube, hier Interviews sind hier relativ pointless, wenn wir nur von einem Team theoretisch interviewen könnten. Deswegen, ja. Richtig, richtig. Ich glaube, ja, wir schließen damit dann doch den heutigen Stream auch ab. Oh, der ging hier fast 2,5 Stunden lang, hätte ich nicht gedacht. Waren jetzt dann doch auch 3 Games. Okay, 2,5 Games. Das letzte Game haben wir nicht erst so Minute 12, 13 reingestartet, richtig? Richtig. Aber im Early Game ist auch nicht allzu viel passiert, also ich denke, das ist alles relativ fein. Jawohl.
Ja, ich denke, das war's dann auch erstmal hier. Die Claws gehen Jawohl. ab ins Finale. Wir werden bald ein Game sehen, ein erneutes Game im True Cup. Und dann kommt das Finale. Und das Finale, darauf freue ich mich schon. Ja, auf jeden Fall, darauf freue ich mich. Mal sehen, wer gewinnen wird. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht auch. Favoriten sind natürlich jetzt gerade derzeit klar ungeschlagen mit 8-0 bisher. Ungeschlagen, das stimmt. Bisher auch eigentlich nicht aus der Ruhe gekommen. Hier und da vielleicht mal ein bisschen am Struggeln, aber eigentlich Aber das Game auch war dann direkt doch gewonnen. jederzeitig gefunden. Ja, das Genau. Game, die Games waren dann doch noch gewonnen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du vielleicht noch was zu sagen zum Nicht Ende? wirklich. Ich sage nur Danke an alle, die jetzt noch da sind, auch wenn es im Ende nur noch eine Handvoll sind. Ja, ist nicht schlimm, war ja auch nur ein Kalibrierungsgame. So. Wir wurden kurzfristig gefragt, ob wir das noch casten wollen. Ja, ist fein, kann man machen. Ganz nice. Dann verabschieden wir uns mal. Ja. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle, die so schön dabei waren und vielleicht sogar mitgefiebert haben. Ein bisschen die Claws beobachtet. Bosses Internet muss man hier vor allem loben. Das hat diesmal funktioniert. Gut gemacht, Bosse. Das hast du hinbekommen. Sehr schön. Ja, dann würde ich mich erstmal verabschieden. Bis irgendwann. Wer weiß, vielleicht werden wir hier nochmal ein Game, das ein oder andere Game casten. Oder die ein oder anderen zwei Games oder drei Games, vielleicht sogar das Finale. Wir wissen das noch nicht genau. Das wird sich dann alles noch ergeben. Ich bedanke mich sehr an alle. Vielen Dank. Ciao.